Grüß euch. Hallo. Da sind wir wieder. Zu einem umfunktionierten Livestream. Oh ja, denn wir wollten doch eigentlich über Recht sprechen. Wir wollten eigentlich mal wieder über das AfD-Verbot sprechen, hatten wir uns vorgenommen. Und dann ist plötzlich vor, ich glaube, 40 Minuten oder so, ist dann halt, oder jetzt mittlerweile glaube ich 2 Stunden, ist ein neues Unbubble 13-Fragen-Video aufgeploppt und da dachten wir uns, let's go, heute reden wir dann doch über Linksextremismus anstatt über die AfD. Ja, und das ist ja auch so ein bisschen unsere Spezialität, ne? Immer wenn irgend so ein neues öffentlich-rechtliches Format sich mit dem Thema Linksextremismus auseinandersetzt, dann müssen wir natürlich darauf reacten. Unbedingt. Da habt ihr uns ja wirklich schon zu diversen furchtbaren Dingen gezwungen, unbedingt, die wir uns angucken mussten. Ja, und heute habe ich aber Bock, muss ich sagen. Wir haben das auch schon lange nicht mehr gemacht. Also, ne, wir haben ja hier, wozu haben wir alles halt komische Reactions gemacht, aber die letzten beiden Male haben wir auch dann zur Arte-Dokumentation. Das war dann ja, genau, war auch interessant und alles. Und jetzt endlich mal wieder so ein Trash halt sich reinziehen. Haben wir schon mal auf 13 Fragen reacted? Bin gerade am Überlegen. Ich glaube tatsächlich nicht. Ich meine, dass wir immer mal wieder dazu gefragt wurden und ich glaube mal überlegt haben. Ja, falls es jetzt eine Premiere ist, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ja. Nee, das haben wir glaube ich nicht gemacht und dementsprechend, ich bin noch ein bisschen aufgeregt und ist ein bisschen absurd, dabei aufgeregt zu sein, aber es ist halt gerade rausgekommen und wir haben jetzt halt wahrscheinlich als mit die ersten Content Creator dieser Republik die Möglichkeit, darauf zu reacten. Das ist immer gut, dass man ganz oben in den Aufrufzahlen und später auf YouTube, ne? Ja, je nachdem, wie die Diskussion jetzt abläuft, dann könnte es natürlich auch gut sein, dass so eine kleine Welle dann wieder von rechten Streamern gibt, die drauf reagieren. 13 Fragen ist ja generell so ein beliebtes Format, wo man drauf reacten kann. Ja, deswegen auch vielleicht ein bisschen aufgeregt, weil gemeinhin blamiert sich die Linke ja eher in solchen Formaten. Also, ich dachte, jetzt müssen wir abliefern hier. Müssen wir das richtig mal einordnen. Das natürlich auch. Ja. Und dann würde ich auch sagen, lass uns rübergehen in unsere Reaction-Bubble. Schnapp dir doch schon mal deinen. Puh. Und gucken wir mal rein. Also wir haben hier auf jeden Fall, ihr seht es, gerade noch nicht mal 10.000 Aufrufe. Also echt noch ganz, ganz frisch. Und was wir jetzt bisher gemacht haben, wir haben halt nur in die Kommentare einmal so ein bisschen reingeschaut. Da ist auf jeden Fall ein bisschen vor allen Dingen Stimmung gegen den Peter. Da werden wir uns gleich mal angucken, wer das überhaupt ist. Und ja. Viel über extrem und radikal Begriffe wieder diskutiert. Das ist ja auch so eine Diskussion, die liebe ich wirklich. Ja. Negativland, wen meinst du denn, wer? Ich denke mal, du meinst eine neue Frisur hat. Hast du eine neue Frisur? Nö, eigentlich nicht. Also Standard. Ja. Gut, dann hören wir mal rein, was da so los ist. Jetzt der wichtige Disclaimer. Ja, das ist tatsächlich ein wichtiger Disclaimer, weil das arschlange her ist. Gucken, ob es da noch eine Begründung gibt, warum die. Das sagen die jetzt wahrscheinlich wegen irgendwie, Leute. Also ich glaube tatsächlich, das wird darauf hinauslaufen, dass Leute von der, sagen wir mal jetzt einfach anti-linksradikalen Gegenseite, wissen wir ja noch nicht, wie die politisch drauf sind, vermutlich dann dadurch in Schutz genommen werden sollen, dass sie ja noch nicht wissen konnten, dass es dann zu diesen Leaks bezüglich des großen Remigrationstreffens kam.
Ja, nee, negativ lang. Ich bin einfach heute mal wieder schön zum guten alten Seitenscheitel zurück. Und meine Standardfrisur.13 Fragen, hier kommt die erste. Müssen wir intensiver gegen Linksextremismus vorgehen? Wenn ihr sagt, ja, dann würde ich euch bitten, geht aufs grüne Feld. Wenn ihr sagt, nee, eigentlich nicht, dann bitte aufs gelbe Feld. Und bitte. Um es von vornherein gleich mal zu sagen, der Rechtsextremismus ist das größte Problem für unsere Demokratie. Das muss bei jedem Beitrag zu Phänomen Linksextremismus natürlich einmal kommen. Aber jetzt verstehe ich auch direkt, ich habe halt viele dann Rechte, wie unter jedem Video und allem, was halt mittlerweile irgendwo in Social Media halt passiert, hast du ja so einen richtigen Trollmob, so einen rechten drunter, und da war natürlich dann auch ganz oft, ja, ich habe nach 30 Sekunden wieder abgeschaltet, und ich glaube, das ist, glaube ich, der Punkt, wo die Leute dann meinten, dass sie gestört hat. Ja, ich finde es auch immer so ein bisschen witzig, dass sie das bei jedem mal sagen müssen, bei öffentlich-rechtlichen Formaten. Aber am Ende des Tages ist es natürlich auch jetzt nach allen Maßstäben statistisch auch aus einer demokratischen Sicht natürlich so, ne? Ja, also, absolut. Das ist ja eigentlich recht reichhaltig belegt. Ich finde es immer witzig, dass sich dann auch Linke gerne auf diese Zahlen beziehen und da dann irgendwie so ein Argument für Linksradikalismus versuchen rauszudrehen. Guck mal, wie wenig Straftaten Linke eigentlich begehen. Wie toll die von der Struktur her sind. Punkt. Pause. Gleichzeitig wäre es aber natürlich fahrlässig, andere Gefahren nicht zu debattieren, wie zum Beispiel den Linksextremismus. Wenn Jagd auf Menschen gemacht wird, wenn Polizeikräfte auch privat eingeschüchtert werden, wenn teilweise zum Umsturz gegen das System aufgerufen wird, dann kann uns das als Demokraten und Demokratinnen natürlich nicht kalt lassen. 1. Mai-Demos, G20-Gipfel und der Fall der Linksextremistin Lina E. Haben wir die Gewaltbereitschaft des linken Spektrums vielleicht unterschätzt? Oder wird dort eine ganze Szene einseitig und zu Unrecht diskreditiert? Darüber sind sich meine Gäste natürlich erstmal uneins. Wir versuchen heute wieder, beide Seiten näher zueinander zu führen, vielleicht eine Kompromisslinie zu identifizieren. Ob das gelingt, werden wir am Ende der Folge sehen. Jetzt erstmal die Frage an euch, wo würdet ihr euch positionieren? Auf der grünen Seite oder auf der gelben? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Und jetzt geht's los. Man muss vielleicht ein... Ja, starke Anfangsfrage. Das klappt auch nie bei diesem Format. Also ich hatte noch nie bei diesem Format das Gefühl, dass danach halt die Leute sich irgendwie so mega nahestand oder halt irgendwie so einen Kompromiss gefunden haben. Was sie da. Also es gibt ja unzählige von diesen Formaten, wo die halt probieren, irgendwie diametral entgegengesetzte Positionen so zusammenzubringen. Da haben wir auch schon häufiger mal drauf reagiert. Und das funktioniert eigentlich halt nie wirklich. Zumindest bei dem Format habe ich es noch nie gesehen. Witzig, weil ich würde dir tatsächlich bei dem Format so richtig widersprechen. Okay. Also ich gucke das zwischendrin auch mal ganz gerne, weil es immer ganz nett ist, um so einen kleinen Überblick über die Debatte zu bekommen. Es ist natürlich jetzt nicht irgendwie, also es ist für mich eigentlich so 70% trotzdem natürlich Trash-Unterhaltung so. Ist jetzt keine wirkliche inhaltliche Bildung oder so, die man dadurch jetzt groß bekommt. Aber es ist ganz interessant, mal einmal so, sagen wir mal, in so Debatten dann reintauchen zu können. Und tatsächlich ist es so, dass bei vielen von deren Diskussionsrunden es häufig so einen linksliberalen Konsens dann einfach gibt. Mhm. Und es dann auch beispielsweise von der Gegenseite einfach auch Überläufer gibt. Und meistens hat man dann eben noch so dieses eine schwarze Schaf von der bösen Meinung, was dann so ein bisschen unzufrieden mit dem Ganzen ist. Okay. Und dass so ein ziemlicher Konsens dann bei vielen Fragen gefunden wird. Natürlich gibt es auch welche, wo ich das auch gesehen habe, wo es dann überhaupt zu keinem Kompromiss kam. Aber viele tatsächlich gehen dann auch so ein bisschen so, also ich würde die ja auch als grob linksliberal verorten, dieses Format. So. Und ich habe das Gefühl, dass es schon recht häufig auch so ein bisschen da dann am Ende rauskommt. Okay, ja, vielleicht bist du auch einfach tiefer in diesem Format drin, so richtig Fanboy. Ich war zum Fragen Ultra. Ja, das ist gute Sonntagsmorgensunterhaltung. Einleitend sagen, der Begriff
links, genauso wie der Begriff rechts, ist ziemlich schwammig. Trotzdem verwenden wir sie ja im öffentlichen Diskurs immer wieder. Deswegen würde ich gerne erstmal so eine allgemeine Runde machen, was wir damit überhaupt meinen, wenn wir über links reden. Und bei 13 Fragen kommt hier Frage Nummer 2, die geht an Linda. Du bezeichnest dich selbst als links. Was bedeutet das für dich? Ja, genau. Also ich bezeichne mich eigentlich sogar sehr ungern einfach mit einem Sammelbegriff wie linksradikal oder... Ja, nur kurz. Erstmal ein sweetes T-Shirt. So, ganz witzig ausgewählt, finde ich. Aber es, genau, Linda ist ja von Vertraut und Seltsam. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt oder das Format kennt. Die macht halt auch so, ja, so ein linkes Medienprojekt eigentlich, dass sie hat ein paar Videos gemacht und macht auch so Kurzvideos zu linken Themen, Instagram und so. Genau. Ja, eben links. Ich bin in allererster Linie Antifaschistin und ich glaube, das ist selbsterklärend. Ich bin auch Feministin, das heißt, mir geht es hier um Gleichheit. Das war ja schon mal ein richtig starker Blick bei dem Begriff Antifaschistin. Von der Gegenseite, ja, ne? Ja, von der Frau in der Mitte. Ja. Die uns ja bestimmt gleich auch nochmal vorgestellt. Von Geschlechtern. Ich bin Antirassistin und ich bin auch Antikapitalistin. Von Linken und auch Antifaschistinnen geht keine größere Gefahr für die Demokratie aus, sondern vielmehr ist es eine Anerkennung dessen, dass wir in einer Welt leben, die noch gar nicht fundamental demokratisch ist. Also die Mitbestimmung fehlt an mancher Stelle für irre viele Menschen. Dementsprechend würde ich sagen, eigentlich links zu sein, Antifaschistin zu sein, ist das Demokratischste überhaupt. Geht ihr da beiden da? Ja, vielleicht ganz kurz allgemein mal vorweg. Wir werden ja sicherlich auch jetzt mal wieder da die Genossinnen kritisieren, die sich da gestellt haben. Also erstmal finde ich es halt immer sehr passabel, wenn man sich so ein Format stellt. Und das ist natürlich auch klar, dass es halt in so einem Format schwieriger ist, abzuliefern, als jetzt halt anders. Ich bin halt schon froh, dass jetzt halt nicht dreimal Paprika da steht, so wie in anderen Formaten. Aber nur, dass es halt klar ist, dass wenn wir die Leute halt kritisieren, dass ich das erstmal überhaupt gut finde, wenn sich Leute da hinstellen und ich schon mal zumindest davon ausgehe, dass es besser wird als dreimal Paprika. Ja, absolut. Ich meine, wir haben das ja auch so ein bisschen aus erster Hand dann erfahren. Wir hatten ja auch die Anfrage und das Interviewgespräch zu meiner Teilnahme bei, wie hieß das nochmal? Jetzt habe ich den Formatnamen vergessen. Mhm. Aber es war auch so ein Unbubble-Ding, auch, ne? Genau, auch ein Unbubble-Format eben dann zu der Thematik deutscher Nationalismus. Brauchen wir mehr Patriotismus, war es, glaube ich. Und da haben wir ja auch schon so ein bisschen gemerkt, auch von den Fragenvorgaben und so. Das ist eben nicht einfach, es ist auch ein extrem ungewohntes Ding. Und was man ja nie vergessen darf, ich meine jetzt, Vertraut und Seltsam ist ja schon ein wirklich recht großes linkes Medienprojekt, aber nichtsdestotrotz ist das, wo man sich hier dann hinstellt, einfach eine viel, viel größeres Publikum und halt auch ein absolut diverses Publikum. Ja. Und das ist natürlich sehr stark, weil man da auch einfach, gerade als linke Person, so in, wir haben es ja auch schon mit den Kommentaren angesprochen, das politische Klima, gerade dann auf so Online-Plattformen, die man sich dann da aussetzt, auch sehr rau werden kann. Ja, und vielleicht, was ich eigentlich ursprünglich auch nochmal anmerken wollte, zu dieser ganzen Label-Diskussion, das finde ich absolut richtig, was ihr auch schon in die Kommentare jetzt in den Chat gerade reingeschrieben habt. Ich halte das auch für ein ganz, ganz großes Problem. Weil das ist ja auch was, was auch immer wieder von Konservativen und Rechten aufgegriffen wird, wo aber tatsächlich auch eine Wahrheit drin liegt, dass so viele Linke sich einfach nur über die Ablehnung bestimmter gesellschaftlicher Strukturen definieren. Ja. Aus einer Angst natürlich heraus, und das ist ja das Witzige, auch aus einer Angst eben von einem antikommunistischen Diskurs, dass man sich dann eben nicht darauf beziehen möchte, ich bin Sozialistin, ich bin Anarchistin, ich bin Kommunistin, sondern dass man sich dann lieber über diese diversen Begriffe definiert, die natürlich dann auch so ein liberaler Mainstream auch toll findet. Die sind ja auch
in ihren Augen Antifaschisten. Die sind ja auch in ihren Augen Antirassisten, Antisexisten, für queere Befreiung, was auch immer. Und da versucht man sich ja wirklich dann einfach nur da dann dran zu setzen. Aber hier und da funktioniert das. Aber die Idee, dass das grundsätzlich eben diese Leute nicht durchschauen würden und dass man dadurch dann nicht häufig einfach nur als die Leute sind nicht ehrlich wirken, das sehen halt viele nicht. Und das ist halt ein grundlegendes Problem, weil es ist so wichtig, dass wir eben diese ganzen Begriffe wieder positiv besetzen und uns darauf beziehen, dass man auch wirklich einfach erklären kann, ja, wir haben auch abseits von der Ablehnung von verschiedenen Strukturen eine tatsächliche Vorstellung, wie wir Gesellschaft wollen und wie wir mit einer Transformation dahin kommen wollen. Mhm. Weil das ist ja das, was eigentlich die Leute hören wollen. Die wollen nicht zum 10. Mal durchgekaut hören, das, was sie auch von allen linksliberalen Medien und allen Politikern immer hören, dass man irgendwie gegen Faschismus ist, gegen Rassismus, gegen Sexismus. Die wollen ja einen tatsächlichen Gesellschaftsentwurf. Und das ist halt das, was wir da bieten müssen. Absolut. Und ich finde es auch dann an der Stelle auch immer ein bisschen traurig, weil ich das halt auch als eine Distanzierung von den eigenen Leuten und von den eigenen Ideen halt erlebe. Also wenn sie sich jetzt halt hinstellt und sagt, ja, ich bin halt noch nicht mal eine Linke oder so, ich lehne das eigentlich ab. mich da so zu bezeichnen, dann erlebe ich das halt, dann finde ich, das ist auch eine Distanzierung von der eigenen Sache. Natürlich keine Distanzierung in diesem wortwörtlichen Sinne, so ich habe mit dem nichts zu tun oder so, das wird sie ja wahrscheinlich auch nicht machen. Sie wird sich ja klar positionieren da für Antifa und so weiter und so fort. Aber ich meine halt, nicht den Mut zu haben, sich dann dahin zu stellen, ist halt einfach schade für unseren Diskurs. Ja, es ist halt häufig einfach, diesen Begriff eben aufzuweichen und sich damit dann direkt der Kritik zu versuchen zu entziehen. Damit oder habt ihr noch was zu ergänzen? Wie würdet ihr links definieren? Ich würde vielleicht noch ergänzen, also ich gehe da eigentlich bei allem mit, dass sich links sein durch eine sozusagen Ideologie der Gleichheit definiert, dass man eben davon ausgeht, dass alle Menschen gleich sind und alle die gleichen Rechte haben sollten. Es muss nicht Härte gegen links. Ja, das habe ich tatsächlich auch schon in den Kommentaren gelesen, dass halt jemand geschrieben hat, ja, ich bin auch links, aber ich sehe es halt nicht, dass es halt um Gleichheit, sondern um Gleichberechtigung geht. Finde ich halt schon auch einen Punkt, den man halt bringen kann, den man halt kritisieren kann, weil es ja tatsächlich eine Frage ist, dass halt dann oft gesagt, speziell von rechter Seite gesagt wird, ja, es geht halt um Gleichmacherei bei den Linken und so, dass halt alle gleich wären und so. Das ist ja nicht der Fall, sondern es geht ja tatsächlich darum, dass man einfach allen die gleichen Möglichkeiten gibt, auch in ihrer Unterschiedlichkeit, und dass ja gerade eine konsequente, basisdemokratische, selbstorganisierte Gesellschaft, dass die halt die konsequenteste Form von, dass man halt auch individuell sich ausleben kann, bei eben Gleichberechtigung gegenüber allen anderen Menschen halt hat. Vielleicht ist es auch eine Wortschneiderei an der Stelle, aber es ist halt eben, weil es halt als Kritik oftmals kommt, finde ich es halt wichtig, dem dann zu entgegnen. Nee, das sehe ich auch als valide, dass man eben da auf diese Kritik eingeht, wobei man bei ihr jetzt dazu sagen muss, sie hat ja beides eigentlich verwendet. Sie hat ja links eben mit Gleichheit für alle Menschen gesetzt, aber sie hat ja gleichzeitig auch nochmal gesagt, es geht darum, dass alle die gleichen Rechte haben, und es wäre dann auch wieder so Gleichberechtigung. Also ich persönlich finde jetzt auch diese Definition von links dann einfach nicht so gut. Also es ist ja, man kann ja wirklich sagen, es ist einfach ein diverses Spektrum an Positionen, die tendenziell dann einfach eher mehr Sozialstaat bis eben sozialistische Marktwirtschaft bedeuten, tendenziell eher internationalistisch als nationalistisch ausgerichtet sind und tendenziell eher eben marginalisierten Minderheiten in irgendeiner Form empowern wollen, bis hin zu einer tatsächlich komplett gleichberechtigten Gesellschaft. Mhm. Ja, vielleicht kann man da auch sagen, ich finde tatsächlich links als so eine Analysekategorie macht eben vor allem Sinn von eigentlich den Leuten, die nicht links sind. Mhm. Als Selbstbezug finde ich tatsächlich jetzt auch links gar nicht so sinnvoll, außer in dem, wie andere auf uns drauf schauen. Mhm. So. Ja, und als so eine grobe Einordnung, wenn halt Leute das sich halt einfach fragen, wo man halt steht, dass man halt grob sagt, ja, links. Ja. Also da noch was dazu zu sagen dann, aber dass man halt erstmal so feststellt.
sie ist tatsächlich die einzige jetzt Linke an der Stelle, die ich nicht kenne von den dreien. Mhm. Linksradikalismus vorgegangen werden, da die linke Szene ja schon sehr von Repressionen überzogen wird. Und da trifft man eigentlich die Falschen. Da trifft man eben die, die sich gegen rechte Gewalt einsetzen und die da sind, wenn der Staat nicht da ist. Ich kann dem auch zustimmen und möchte vielleicht noch was zu einer Abgrenzung sagen, denn in der Geschichte der linken Bewegung gab es durchaus totalitäre Tendenzen. Man denkt an Stalinismus, Mao, Pol Pot und solche Großverbrecher. Ne? Also mit denen kann ich überhaupt nichts anfangen, die finde ich ganz fürchterlich. Und die haben zwar auf ihre Fahnen auch die Gleichheit geschrieben, aber das haben die nicht gemacht. Die haben extremste Ungleichheit politisch hergestellt, ultra antidemokratisch. Und das ist etwas, was ich überhaupt nicht unterstützen kann. Aber ich bin Anarchist. Ich möchte also eine möglichst herrschaftsfreie Gesellschaft haben, was die Wirtschaft, die Gesellschaft, die Politik und so weiter angeht. Und demokratischer geht es eigentlich gar nicht. Es gab in den finde ich eigentlich eine recht stabile Anfangsrede. Also erstmal bin ich generell sehr gespannt auf den Peter. Er wurde ja in den Kommentaren am meisten gehatet. Ich finde halt cool, dass er sich so entsprechend anarchistisch dann auch da ganz selbstbewusst definiert und darstellt. Und auch, ich finde auch, dass man das halt echt machen kann in so einem Format, wo man halt echt weiß, okay, da werden halt primär Leute zugucken, die halt jetzt nichts mit unseren Ideen bisher zu tun hatten, sich dann halt auch klar von so ganz absurden Sachen innerhalb der Linken zu positionieren und zu sagen, hier, ich bin halt zwar da drin verortet, aber ich habe eine differenzierte Position und stelle mich auch in Opposition gegenüber manchen in der Geschichte komplett eskalierten jetzt so stalinistischen Konzepten oder so. Finde ich halt echt legitim, das in so einem Format zu machen. Warst du aber Anarcho-Pazifistin in Negativland? Das weiß ich nicht. Also ich hab ihn jetzt noch nicht so stark verfolgt. Er ist halt eben eher, glaube ich, aus so einem universitären Kontext heraus. Es gibt einige Videos von ihm auf YouTube, wo er da entsprechend halt spricht und vorträgt. Und das fand ich immer ganz solide so. Ja, ich kann mich auch nur jetzt, der Name sagt mir jetzt nichts, aber von den Videos, das ist so ein Gesicht, was kommt, wenn man einfach Anarchismus mal eingegeben hat. Ja, wirklich. Er hat sich auch nicht verändert. Ne? Diese Videos sind auch schon ein paar Jahre alt und sieht genauso aus. Ja, ich bleibe tatsächlich erstmal skeptisch bei sowas und bin gespannt, wie jetzt der Anarchismus dargestellt wird. Ja, absolut. Letzten Jahren und paar Jahrzehnten einen massiven Rechtsruck in der Politik. Und das zieht nach sich, dass relativ normale, brave Positionen inzwischen als sehr links wahrgenommen werden. Und man braucht diesen Feind links, deswegen schlägt man jetzt auf Leute ein, die gar nicht so radikal sind, wie das oft den Anschein hat. Jennifer, gehst du da mit? Es ist wirklich echt ein bisschen schade, dass alle drei Leute das jetzt auch nachgezogen haben von ihrer Position, dass sie in ihrer Erstdarstellung wirklich ihre eigene Position primär schon anhand von einer Abgrenzung nach rechts definiert haben und irgendwie, man sollte halt jetzt nicht gegen links vorgehen, weil die Rechten sind schlimmer. Und das finde ich halt ist einfach eine schlechte Ausgangspositionierung, das nur anhand dieser liberalen Diskurse zu diskutieren. Ja, das ist halt ein grundlegendes Problem, das wir immer wieder dabei sehen. Wie ich es gerade auch gesagt habe, man versucht sich sowohl inhaltlich natürlich an so einen linksliberalen Mainstream anzubandeln, als auch was das Zweite ist natürlich, dass man auch daran häufig immer diese Repressionsdebatte führt. Das macht natürlich Sinn, das ist einfach, das muss man ja dem Format und den Leuten jetzt auch zugestehen, das ist Thema der Sendung Repression gegen Links. Mhm. Und ich glaube, das ist tatsächlich, ich meine, meine Position dazu wäre, ich kann dem Staat das jetzt, der BRD, nicht verübeln, dass sie eben mit Repression gegen Leute vorgeht, die eben tatsächlich Rechtsbrüche begehen, weil es ist eben so funktioniert eben ein Rechtsstaat, ob uns das gefällt jetzt oder nicht, ob wir die Ideen hinter den Aktionen richtig finden oder nicht. So ist es nun mal so, wenn es eine Ordnungswidrigkeit oder eine Straftat ist, egal wie nobel der Hintergrund, natürlich gibt es dann auch, das sehen wir ja bei der letzten Generation, dann mal abgeschwächte Strafen oder so, aber am Ende des Tages geht es dann darum, dass das verfolgt werden muss. Und gleichzeitig geht es natürlich auch darum, wenn jetzt hier so ein Staat wie die BRD dann Linksextremismus
definiert als eben verfassungsfeindlich und gewaltbereit, dann ist das natürlich eine Bedrohung für ihn. Und da kann man jetzt sagen, und ich würde tatsächlich auch all den Leuten zustimmen, dass der Linksextremismus, so wie der Staat ihn definiert, jetzt bei Weitem nicht so eine große Gefahr für die Ordnung der BRD ist wie Rechtsextremismus. Und sagen wir mal jetzt so Rechtsaußenmilieus, die jetzt immer stärker geworden sind. Das sieht man ja auch einfach natürlich in dem Umgang damit und auch in der gesellschaftlichen Debatte. Ja. Aber nichtsdestotrotz will er natürlich auch da, sagen wir mal, sich so ein bisschen seine Feinde vom Leib halten. Aber es ist natürlich, wie gesagt, es ist eine Position, wenn du dich da hinstellst und das erstmal so sagst, dann, ja, wo genau willst du dich da hinstellen? Dann müsste ich mich ja irgendwo auf die 13 oder so stellen. Weil natürlich finde ich es nicht gut, wenn es Repressionen gegen radikale Linke gibt, aber ich tue mir das schwer irgendwie, weil es auch meiner Meinung nach keinen großen Sinn hat, irgendwie an den Staat da zu appellieren, komm, guck da und da doch vielleicht jetzt nochmal weg. Ja, genau, der Hauptgrund, warum, ist ja, also ich meine, die eine hat ja gerade gesagt, dass es sehr viel Repression gegen die Linke geben würde. Und es stimmt ja auch, dass diese Repression massiv angezogen ist in den letzten Jahren, aber dennoch ist die Repression gegen Links, würde ich weiterhin sagen, halt noch in einem überschaubaren Maße. Aber das liegt ja halt einfach daran, dass es halt keine Bedrohung für den Staat aktuell darstellt. So, und das wäre halt meine primäre Position, zu sagen, yo, Leute, es ist einfach selbstverständlich, dass es Repressionen gegen revolutionäre Strukturen gibt, die halt diesen Staat abschaffen wollen, die halt gegen dieses kapitalistische System kämpfen. Und der Grund, warum halt da halt aktuell nicht so stark drauf geguckt hat, ist halt nur unsere Schwäche, weil wir halt keine Bedrohung für dieses System darstellen. So. Das sind einfach Zwangsläufigkeiten, die dieser Staat halt ausführt oder halt nicht. Ist das so eine ähnliche Definition von links, die du auch im Kopf hast? Oder würdest du sagen, links ist auch noch was ganz anderes? Ich würde zum Teil mitgehen. Ich würde aber auch zu Teilen sagen, dass einiges, was eben genannt wurde, längst nicht mehr nur für links gilt. Also ich glaube, es gibt auch Menschen, die sich als Feministen definieren, die sich jetzt nicht zwingend links verorten würden. Ich glaube, das, wo man am eindeutigsten vielleicht noch links zuordnen kann, wäre die antikapitalistische Haltung. Bei allem anderen würde ich tatsächlich in die Diskussion einsteigen. Und ich würde auch sagen, es ist absolut nicht das Gleiche, wenn man über den Gleichheitsgedanken spielt. Gleiche Rechte sind nicht das Gleiche, wie über generell gleiche Menschen zu sprechen. Ich denke, es gibt eine Tendenz dazu. Sie ist genau halt auf den Punkt eingegangen. Genau diesen Punkt Gleichheit und Gleichberechtigung. Also genau das, was ich meinte. Also das ist einfach eine Angriffsfläche für die, so, die man halt nicht bieten muss. Ja, ich meine, ihre Position wird ja wahrscheinlich Chancengleichheit sein. Ja, ja. Also wir sind alle vorm Recht gleich, sind wir natürlich nicht. Auch in dem, einfach im Kosmos vom Rechtsstaat nicht. Mhm. Aber das wäre dann so ein Ideal, was vielleicht Jennifer Wilton von der Welt treten wird. Chefredakteurin. Linksextremismus mehr zu verharmlosen als Rechtsextremismus, weil ja Linksextremismus auch aus der Antifa-Bewegung kommt und Antifaschisten, das sind wir ja irgendwie auch alle ein bisschen. Und deswegen tendiert man dazu, Linksextremismus zu verharmlosen. Aber man darf nicht vergessen, politische Gewalt ist nie zulässig und richtet sich immer gegen die Gesellschaft im Grunde genommen, in der wir entschieden haben zu leben, weil Extremismus richtet sich gegen den Staat. Benjamin hat auch so ein bisschen genickt. Du gehst so grob mit und sagst, ja. Ich glaube, sowohl Jennifer als auch du, Jo, ihr habt schon ordentlich angesprochen. Es gibt keine klare Definition. Ich glaube allein. Finde ich es auch nochmal witzig, dass sie das eben anspricht mit dem, die Gesellschaft, zu der wir uns entschieden haben, in ihr zu leben. Ja. Das ist natürlich immer so schön eine Idee von Vertragstheorie, dass alle in der BRD qua Geburt natürlich mit vollem Bewusstsein dann so einen Vertrag hingelegt bekommen haben, ja, irgendwie 40 Stunden Lohnarbeit, Totarbeiten für den Profit von wem anders, damit dann eben der Staat sich dann für die Konkurrenz gegen die anderen Staaten weltweit auch noch verheizen kann. Klingt nach einem Deal. Ja, eben. Dafür kriege ich den Framstag bei Penny. Ja, das ist einfach lächerlich so.
Aber was man natürlich auch nochmal dazu sagen muss, und das ist halt auch das, was so traurig ist an eben dieser Omnipräsenz von dem Eigenbezug auf den Antifaschismus dann nochmal. Mhm. Weil ich weiß, dass ganz viele Linke sich immer furchtbar darüber aufregen und dann sagen, wie kann sich jetzt jemand Konservatives dahinstellen und irgendwie von Antifaschismus reden? Dabei bandeln die doch die ganze Zeit mit hier rechts und da rechts ein. Aber von dem reinen Begriff des Antifaschismus, natürlich ist auch die Chefredakteurin von Die Welt, Jennifer Wilton, ohne die jetzt genauer zu kennen, bin ich mir sehr sicher, dass sie Antifaschistin von dem Begriff her ist. Dass sie ganz klar sagt, so wie die BRD jetzt aufgestellt ist, mit ihrer liberalen Haltung, so mit der Verfassung, dem Grundgesetz, top, ja, ich möchte keine faschistische Diktatur mehr. So. Ja. Und das ist halt auch das Problem, weil dadurch ist das jetzt auch nichts Herausragendes, wenn man sich da hinstellt und als allererstes sagt, ich bin Antifaschistin. Also das ist jetzt auch, wir werden das ja gleich noch die anderen sich vorstellen lassen, aber in den Kommentaren ist auch dann ja viel von diesem rechten Mob halt so, dass halt diese Positionen sich dann sehr gleich werden. Das werden wir auch herausfinden, ob das dann wirklich der Fall ist. Aber ich befürchte halt schon, dass es dann in Teilen dann so sein wird, dass halt eben die Kontraposition halt eine ist, wo halt dann eher so ja liberal-konservativ eingestellte Leute sind und auf der anderen Seite halt eben schon radikal Linke, die sich aber nicht trauen, halt dann halt eine wirklich sozialistische Position zu vertreten und die einfach halt grob sich um diesen Antifaschismus herumbiedern und wo es dann eigentlich dann am Ende des Tages nur darum gehen wird, ja, ist es jetzt legitim, auch radikalere Protestformen innerhalb dieses antifaschistischen Kampfes zu wählen und gegen rechts vorzugehen, ist das sinnvoll oder nicht? Und das wäre halt einfach so für mich, wenn das jetzt darauf hinauslaufen würde und dabei bleibt, das Worst Case, weil, ja, das ist halt das, worum es sich halt immer dreht und dass wir dann halt die Rechten sagen können, ja, guck mal, die sind sich doch eigentlich total nah, na, guck mal, die kungeln doch eh zusammen und eben wieder nicht hervorgeht, dass wir halt die sozialistischen Brüdern und Schwestern der unterschiedlichen Couleur halt die Alternative zu diesem System sind. Und nicht nur einfach existieren, weil wir halt auch mal Nazis aufs Maul hauen wollen und sonst halt alles so ist wie mit der SPD halt. Ich hab ja die Theorie, Linksradikale sind einfach nur radikale Demokraten. Wir machen die Drecksarbeit, die ihr nicht tun wollt. Ja. Also das ist ja tatsächlich das, was man auch so ein bisschen fast daraus lesen kann als Quintessenz von dem, was für einige Leute dann Radikalität bedeutet. Ja, und sorry, also ich bin halt nicht auf der Welt, um halt diesen Staat zu verteidigen gegen seine faschistischen Schlechter. So, das ist halt nicht mein primäres Lebensziel. Naja, sagen wir mal jetzt so, wenn es irgendwie vor einer faschistischen Diktatur steht, dann möchten wir jetzt auch nicht, dass die faschistischen Schlechter dann an die Macht kommen. Natürlich. Ja, Juba, Peter, es hat sich bisher noch niemand herausragend geschlagen, weil es erst nur die Anfangsworte sind, aber wir haben sehr viel zu sagen, auch schon nach 5 Minuten. Eben, ich wollte gerade sagen, wir sind erst bei Minute 5, deswegen ja. Gucken wir vielleicht mal weiter und lassen Sie mal ein bisschen reden. Ja. Alleine aufgrund unserer historischen Verantwortung sollten wir alle links sein. Aber wir müssen eben doch aufpassen und darum geht es eben auch, wenn wir diese Debatte führen, ist nicht alles, was rechts ist, automatisch schlimm. Der Linksextremismus wird dann immer bagatellisiert, wird dargestellt als etwas Gutes im Vergleich zum Rechtsextremismus. Für uns als Gewerkschaft der Polizei gibt es weder guten noch schlechten Extremismus. Peter, wann wird links zu linksradikal? Linksradikal bin ich, weil ich radikal denke. Das heißt, ich möchte, wenn ich mich mit Politik, mit Gleichheit und Ungleichheit der Menschen, mit den Rechten, die Menschen haben oder nicht, beschäftige, nicht nur an der Oberfläche kratzen, sozusagen nur die Symptome mir anschauen, sondern die Ursachen mir auch anschauen, die Wurzeln von Ungleichheit, aber auch die Wurzeln möglicher Gleichheit. Und das, denke ich, ist radikal. Und radikal sein ist in diesem ersten Schritt erstmal eine Haltung des Wissenwollens und des wirklich ganz Wissenwollens und nicht nur sozusagen hier, ich sehe eine Ungerechtigkeit und dann will ich halt dem, was weiß ich, der zu wenig bekommt hat, ein paar Mark dazugeben oder so. Das reicht nicht. Also ich möchte nicht an der Oberfläche kratzen, sondern in der Tiefe schürfen. Aber Peter, darf ich gleich mal einsteigen? Rechtsradikal sind dann auch nur diejenigen, die für dich nach Wissen graben wollen oder wie?
Ja, das klingt jetzt ein bisschen frech, aber ich glaube tatsächlich, dass Radikalismus, den kann es überall geben, es kann radikale Liberale geben. Die kommen dann oft auch bei anderen Dingen raus als der Mainstream-Liberalismus. Und das sehe ich bei den Rechten genauso, also bei den Konservativen, bei den Chauvinisten und so weiter. Also viele von denen sind radikal, weil sie sich ganz grundsätzlich andere Gedanken machen. Was dann dabei rauskommt als Taten, das ist nochmal eine andere Sache. Ich finde es interessant, dass wir... Sehr gut. Das, wirklich gut. Das finde ich mal richtig schön, weil das ist auch das, was ich mir eben immer zu dieser Extremismusdebatte denke und was ich so wichtig finde, ja, dabei anzubringen, weil ich finde es ganz witzig, als ich auch so in die radikale Linke gekommen bin, war es immer ein ganz großes Thema eben mit, wie verwendet man jetzt den Begriff des Extremismus. Mhm. Was ich da immer sehr unterhaltsam fand, es gab ja berechtigterweise eine große Ablehnung eben von diesem Begriff des Linksextremismus, aber man hat dann, ich weiß nicht, wie oft ich korrigiert wurde, wenn ich von Rechtsradikalismus oder rechtsradikal gesprochen habe, dass die Leute gesagt haben, rechtsextrem. So, ich dachte mir immer, bitte Leute, das ist doch genau die gleiche Idee, die dahinter steht, wie bei linksextrem. Weil das sind einfach nur zwei Begriffe, die tatsächlich so vom Staat und von den Wissenschaftlern, die er dann für Extremismusforschung und so angestellt hat, definiert werden. Das ist ja auch was eben dann bei der Listung beim Verfassungsschutz und so unter rechtsextrem und linksextrem passiert. Gut, jetzt haben wir ja noch das Neue da mit den Demokratiefeinden eingeführt, Islamismus und so. Aber das sind ja die beiden Grundbegriffe und es geht beides nur darauf zurück. Einmal lehnt die Verfassung ab, beziehungsweise möchte die BRD in ihrer jetzigen Form abschaffen. Und zweitens Gewaltbereitschaft. Das sind die zwei Ideen hinter dem Extremismus. Und in beiden Fällen würde ich sagen, wenn wir jetzt aus einer staatlichen Perspektive darüber sprechen, macht das natürlich Sinn, über Extremismus zu reden, weil es Kategorien sind, die er in seiner Analyse verwendet. Aber am Ende des Tages ist es doch nichts, was ich für die Beschreibung von irgendeiner politischen Ideologie nutzen möchte. Weil am Ende des Tages sind es beides einfach nur Kategorien, die jetzt zum Schutze des Staates aufgestellt werden, die beziehungsweise seine Feinde definieren wollen. Was ich übrigens auch witzig finde, weil da kann man tatsächlich dann noch sagen, so eine Hufeisentheorie hat ihre Richtigkeit da drin, dass am Ende des Hufeisens beide Extreme eben vom Staat gesetzt werden, als beides möchte die BRD als jetzigen Staat überwinden. Mhm. So, und deswegen finde ich es mal richtig gut, dass sich wer hinstellt und da dann eben auf diesen Radikalitätsbegriff pocht. Und so kann man dann auch mal ein bisschen um diese ganze wirklich sehr mühselige Extremismusdebatte dann rumkommen, beziehungsweise da ein bisschen frischen Wind reinbringen. Ja, absolut. Und ich finde auch sehr gut, dass er, wie es Hadi, du hast es schon gesagt, ihm wurde probiert, so ein bisschen so eine Falle zu stellen. Und er hat sich eben nicht so distanziert, und sondern hat sich halt selber da auch bewusst eben als radikal hingestellt und hat das halt definiert und hat das auch so begründet, dass es ihm halt eben darum geht, die Wurzeln anzupacken und halt nicht einfach nur, ja, hier ein bisschen 5 Euro mal mehr Lohn und was weiß ich, sondern dass es halt wirklich darum geht, halt die Ursachen anzugehen. Und das ist ja auch letztendlich die reine Begrifflichkeit der Radikalität, die ich sehr gut von ihm aufgemacht finde. Ja, also das soll natürlich nicht heißen, dass man sich irgendwie selber als linksextrem bezeichnen, ja, soll, so aus diesem, es gibt ja auch jetzt in der radikalen Linken diverse Leute, die sich dann immer irgendwie mit bestimmten Straftatenbeständen, habe ich auch schon gesehen, als Tattoos oder so schmücken, gibt es auch witzigerweise natürlich auch bei uns bei den Nazis irgendwie so gefährliche Körperverletzungen und Volksverhetzungen als Tattoos haben, den Paragraphen, was ich so mega hängen geblieben finde, ja, kann man mal anmerken. Nee, aber es gibt ja auch wirklich in der Linken Leute, die sich dann damit schmücken und irgendwie mit so einem hämischen Grinsen dann beim Osteressen mit der Familie sagen, ich bin linksradikal. Das ist natürlich auch lächerlich, weil das ist halt so ein Begriff, der ist auch so verbrämt, da muss man jetzt nicht denken, dass wir den noch irgendwie retten können. Weil, linksextrem meinst du? Genau, linksextrem, ja, weil das ist ja wirklich so dieses, jeder Extremist ist Mist und so, das ist ja wirklich so im öffentlichen Bewusstsein eingebrannt. Und ich finde wirklich auch, wie es gesagt hast, Radikalismus und auch mit dieser Herkunft davon an die Wurzel packen, das ist einfach echt ein schöner Begriff. Ja, ja. Wir mal erstmal so Begriffe versuchen zu definieren und uns dem anzunähern. Jetzt sagst du, Bettina, der Begriff Linksextremismus, den benutzt du gar nicht. Warum nicht? Genau, also ich benutze den Begriff Linksradikalismus, weil der Begriff
Linksextremismus oder auch Rechtsextremismus beruht auf der Extremismustheorie und das ist diese bekannte Hufeisentheorie. Das heißt, auf der einen Seite ist der Rechtsextremismus, auf der anderen Seite des Hufeisens ist der Linksextremismus, hier unten ist die Mitte. Die beiden sind sozusagen an zwei verschiedenen Polen, aber nah beieinander. Und das sehe ich nicht so, weil ich eben nicht denke, dass man diese beiden Ideologien vergleichen kann. Und was diese Extremismustheorie auch nicht fassen kann, was ich auch einen wichtigen Punkt finde, weil das auch schon öfter gefallen ist, die Mitte. Also das heißt, es gibt auch Bedrohungen aus der Mitte für die Demokratie. Beispielsweise, dass die CDU in Thüringen mit der AfD abgestimmt hat, ist so ein ganz klares Beispiel dafür. Oder die Mitte-Studie, dass es eben immer weiter verbreitet. Wie die guckt, ey, die andere. Jedes Wort aus Bettinas Mund einfach nur so pure Abneigung. Die Weltredakteurin kann nicht mehr nach 8 Minuten anbabbeln. Breitet ist, dass rechtsextremistische Meinungen immer weiter in die Mitte ankommen. Und ich glaube, man kann eben nicht nur in diesen Polen denken, sondern man muss einfach die gesamte Gesellschaft sehen und nicht so nur das eine, nur das andere. Die berühmte Hufeisentheorie. Jennifer, du warst auch immer dagegen. Dann habe ich aber gelesen, ja, so ein bisschen was kannst du der Sache doch abgewinnen, nämlich was? Also ich glaube, die Theorien sind ja immer so eine Art Hilfskonstrukt. Aber unabhängig davon, was die Hufeisentheorie ja auch in so einem normalen Sprachgebrauch, wofür sie steht, ist ja, dass es Extreme auf beiden Seiten geht und die sich letztlich in ihrer Extremität, also in ihren Methoden, in dem Zugriff zur Realität, in der Antwort auf Realität und in dem Umgang mit Staat und Gesetzen sich ähneln. Und da muss ich sagen, gerade... Ja, der Klassiker, wirklich. Ja, da vielleicht mal wirklich eine kurze Anmerkung, weil das ja immer wieder kommt. Also ich bin sowieso, ich finde das furchtbar, dass das sowas ist, wie immer Gesellschaft betrachtet wird. Das macht sich einfach immer gut, wenn man sagt, ja, alles ist irgendwie viel schlimmer geworden. In jedem Metier so. Es ist scheißegal, was die Statistiken sagen. Alles ist immer schlimmer geworden. Brandgefährlich, was da sich gerade zusammenbraut. Wirklich, wir sind kurz vor, was weiß ich, dem Umsturz. Und was für ein Bullshit bei der Linken. Sorry, aber das ist so, also bei der Linken ist es im Speziellen so ein Müll. Das ist ja wirklich die Sache. So, wenn man sich jetzt die Zahlen anguckt, wenn man wirklich auch einfach nur mal einmal einen jetzt nicht komplett ideologisierten Zugriff so auf oder eine Analyse von der radikalen Linken in Deutschland hat, der jetzt nicht auf irgendwelchen Kompaktrecherchen oder so beruht, so, dann stellt man ja sehr schnell fest, also egal zu welchem, in welches Jahrzehnt wir jetzt schauen, so ist nicht nur die radikale Linke deutlich weniger wirkmächtig als jemals zuvor, noch ist sie also deutlich weniger gewalttätig als die ganzen Jahre davor. Noch, also es gibt auch deutlich weniger große Ausschreitungen. Klar, wir hatten jetzt einmal G20, klar, wir hatten größere Kämpfe jetzt mal um den Hambacher Forst und vor allem um Lützerath. Aber das ist ja wirklich nicht vergleichbar mit wirklich so Zeiten wie 90er, Nullerjahre oder dann selbst zurück zu den Studentenunruhen und die große Anti-AKW-Bewegung, die Stadtguerilla-Zeit und so. Also wirklich, das ist einfach wirklich ein Hirngespinst. Und ein absolut rechter Talking Point, was, hoch drei. Genau, was so. Aber auch vor allem jetzt, und deswegen ja auch nochmal das mit der Kompaktrecherche, was wir ja auch sehen, was ganz stark einfach auch an der ganzen Berichterstattung um Lina liegt. Ja. So, dass man da dann wirklich ausmacht, ganz, ganz neues Level von Gewalt jetzt hier im Linksextremismus erreicht. Ich finde nebenbei sehr witzig dieses Standbild, was wir gerade vor uns haben. Erz hat ein bisschen was von Slenderman. Ja. Aber auch irgendwie so eine witzige Mischung an Leuten. Also es ist schwer zu sagen, ob das jetzt wirklich die Linke gut repräsentiert. Wahrscheinlich sieht es sogar noch besser aus als die Realität. Ja, aber es sind schon so drei Charaktere, die ich auf jeden Fall... Also ich würde sagen, das sind drei Charaktere, wenn du mal auf irgendwie ein kleines linkes Festival oder eine Buchmesse oder irgendeine Zusammenkunft gehst, dann wirst du diese drei Charaktere safe sehen. Mhm. Also Jubra, wir kannten Peter und die Genossin von Vertraut und Seltsam. Die dritte Genossin kann wir jetzt hier nicht. Genau. Und ja, Anarchismus Beste, ob das ja jetzt Leute gibt, die da fit argumentieren, das werden wir sehen. Also wir haben das ja selber noch nicht geschaut, ne? Von daher gucken wir mal, wie es weitergeht.
Die letzten Jahre finde ich, dass ich da immer mehr sehe, dass das nicht ganz falsch ist, dass das irgendwie Extremismus aus verschiedenen Richtungen kommt, aufgrund von verschiedenen Ideologien. Aber am Ende ist die Bedrohung für das Gemeinwesen die gleiche. Da würde ich, also da bin ich. Ja, dann untermal das doch mal bitte mit irgendeiner Realität. So, das kannst, also du kannst doch dich bitte nicht hinstellen als einer der größten Zeitungen, die ist halt, ich meine, die Welt ist halt auch Schmutz, so ist ja klar, aber ist einer der größten Zeitungsverlage in Deutschland und dich da hinstellen und sagen so, ja, ich fühle das halt so, dass es halt irgendwie eine auch von links halt so eine große Gefahr gibt. Du musst es doch halt quantifizieren mit der Realität, so. Das ist ja wahnsinnig, wenn man sich da halt so ein bisschen hinstellt und so einfach nur so Gefühle von sich gibt. Ja, man kann sich halt immer auf die Potenziale beziehen, ne? Ja, toll. Braut sich da was zusammen. Ja. Gibt es bald die nächste Klima-RAF? Bin ich total, also es interessiert mich total, wo du diese Gleichwertigkeit oder diese Ähnlichkeit in den letzten Jahren siehst, weil ich sehe die nicht. Was ich beobachten kann, was, ich sage jetzt nicht mal rechte, sondern ganz konkret vielleicht faschistische Gruppen in diesem Land machen, ist Menschen ermorden, ja, und das ist ja nun auf der anderen Seite nicht der Fall. Also da wurde ja jetzt in den letzten Jahren niemand ermordet und das ist schon ein fundamentaler Unterschied, würde ich sagen, den man vielleicht sich auch anschauen müsste. Ich glaube, also Mord steht natürlich ganz am Ende und es ist jetzt auch nicht so, dass die Geschichte der Bundesrepublik keine politischen Morde von links kennt. In den letzten Jahren geht es mir eher darum, auch um an Tendenzen, die sich entwickelt haben. Also es fängt an bei den Covid-Demos, wo eine komische Melange an Leuten auf der Straße war. Aber wenn ich sehe, was bei diesen sogenannten pro-palästinensischen Demos, die in Wirklichkeit meistens anti-israelische Demos sind, alles gemeinsam auf die Straße geht, da sind natürlich auch religiöse Extremismen, wenn man so will, aber da sind auch ganz klar linksradikale und linksextremes Potenzial dabei. Die zum. Was? Warum geht ihr denn jetzt bitte nach vorne? Jetzt macht sich hier der Nahostkonflikt breit. So. Um Gottes Willen. Jetzt haben wir hier die Fronten geklärt zwischen Anti-Imp und Anti-D. Warum geht ihr jetzt bitte nach vorne? Also die redet ja nur, also ich muss wirklich auch, jetzt muss wieder so ein Moment, wo man sich auffasst, muss nicht jetzt irgendwie angezeigt werden von dieser Weltredakteurin. Aber das ist doch klar, so, das basiert wirklich auf ihrer Ausführung zu den pro-palästinensischen Demos. Ja, nein, das ist klar. Ich meine nur, was sie halt redet, ist blanker Unsinn. Ja, so. Aber sie sagt sich wahrscheinlich auch so, hat hier die Springer-Dame schon recht. Ne? Ja, aber was ist das für ein schwieriger Antisemitismus? Was ist das für eine Entgegnung? Also die Genossin davon vertraut selbst und sagt so, ja, okay, Nazis bringen halt hier in dieser Republik halt jedes Jahr Menschen um. Und okay, die letzten politischen Morde von links hat es halt von vor 30 Jahren gegeben oder noch länger. Das ist jetzt kein kleiner Zeitraum, wo man sagen kann, okay, das hat sich jetzt seit kurzem gewandelt, sondern das sind ja konkrete Realitäten, über die hier gesprochen werden. Die formuliert dann da irgendwas, oh ja, da gab es halt irgendwie eine komische Melange auf Corona-Demos. Was hat das denn jetzt auch mit der linksradikalen Szene zu tun? Die war da doch gar nicht vorhanden. Sie vergleicht das halt mit den pro-palästinensischen Demos. Hm. Also ich bin mir auch wirklich sehr sicher, ohne jetzt da reinzuschauen, ich glaube, diese linksradikalen Mordtaten, da gibt es ja auch wirklich jetzt wenig Fälle. Ich meine, da wurde sogar auch mal was dann irgendwie drunter erzählt, dass irgendwie so ein besoffener Deutsch-Türke, der mit einer Reichskriegsfahne irgendwie durch den Hamburger Bahnhof gegangen ist, irgendwie mit einer Bierflasche umgeschlagen wurde oder so, wurde das als linke Mordtat gezählt. Der Typ ist gestorben, oder? Ja, das ist gestorben. Also es ist irgendwie eine ganz verrückte Geschichte. Habe ich mal irgendwann dazu gelesen. Aber ich glaube, sonst so wirklich so das letzte Ernsthafte wird wahrscheinlich irgendwas so wie Antifa-Genschlick oder so gewesen sein in den 90er Jahren. Und ja, das ist halt natürlich absolut hanebüchen, was hier gemacht wird. Und das ist auch ganz wichtig und richtig, dass die Genossin von Vertraut und Seltsam das halt so klar herausstellt, dass gerade eben, wenn wir jetzt uns das statistisch anschauen, das ist ja auch was viele Linke immer richtigerweise auch betonen, man da einfach überhaupt keinen Vergleich jetzt mit so den Auswirkungen von Mordtaten ziehen kann. Aber das ist ja dann das Geile, dass dann halt tatsächlich in der Situation, in dem Diskurs, dann halt die eine nach vorne geht. Das macht mich halt wahnsinnig. Und nur wegen dieser Palästina-Israel-Frage wahrscheinlich, weil die halt irgendwie einen antideutschen Einschlag hat oder so.
Nur deswegen geht die halt bei einer Sache nach vorne, wo halt wirklich auf übelste rechtspopulistische Weise hier probiert wird, eine Links-Rechts-Gleichsetzung aufzubauen. Fassungslos. Tja, da sehen wir, wo die Priorität liegt. Israel größer Kommunismus. nicht selber aktiv werden, aber Morde gutheißen. Und Bettina ist so ganz, du bist gleich dran. Bettina ist so leicht nach vorne gegangen. Wieso? So, welche Morde denn gutheißen? Es gibt keine Morde. Also, welche Morde könnte man denn gutheißen? Also, es gibt keine Morde, die man gutheißen könnte, überhaupt. Von links jetzt. Genau, weil ich das auf jeden Fall das Problem auch sehe, also gerade eben jetzt seit dem 7. Oktober das Aufkommen des linken Antisemitismus oder also der Antisemitismus eben von allen Seiten, von rechts, von links und dann sage ich jetzt doch von der Mitte der Gesellschaft, das sehe ich auch als ein großes Problem und dass eben gerade viele Linke... Guck mal, wie sie sich freut. Guck mal, wie sie sich freut. Voll. Also das erste Mal, dass sie neutral ist. Wie die Dame sich freut. Das erste Mal, dass sie neutral ist. Sonst war sie halt nur so... Und jetzt ist sie so, yeah, da kommen wir zusammen. Guckt echt so, wie ich damals immer als Kind, wenn meine Mama mir gesagt hat, lächel doch mal. Da auch mitlaufen, das ist so zu sagen, wo ich auch schon überlegt habe, kann ich mich dann überhaupt noch links nennen, wenn ich damit gar nichts zu tun haben will. Also dass ich. Trotzdem ist ja die Frage, die du aufgebracht hast, du machst dann eine ganz klare Unterscheidung. Du sagst zwar, Extremismus ist so oder so doof, wenn ich dich richtig verstanden habe, aber die Gefahr von rechts ist eine viel größere und deswegen gar nicht zu vergleichen. Da habe ich dich richtig verstanden. Also du lehnst die Hufeisentheorie ab. Ja, absolut. Aber tatsächlich auch ganz, ganz konkret, weil eben da die Mitte oder die politische Mitte, wie auch immer, gesellschaftliche Mitte, als neutral dargestellt wird. Und also im politischen Raum so zu denken, finde ich also ein bisschen fahrlässig fast schon, weil das bedeutet halt, dass man eben sich gar nicht anschaut, was passiert denn da? Also was sind denn politische Handlungen, die aus der politischen Mitte dann eben kommen, die eben gar nicht neutral sind, die ein bestimmtes Schicksal für Leute auch bedeuten. Zum Beispiel eine Abschiebung, das ist in diesem Land total eine legale Handlung und die wird begründet auf dem Rechtsstaat. Trotzdem ist die ja schlimm und schrecklich und auch gewaltvoll für Leute. Und also das sind halt Kategorien, in denen ich denke und die, denke ich, im Endeffekt auch mein Linkssein ausmachen. Kannst du nachvollziehen, Jörg? Gehst du vor? Ja, das finde ich ja super. Ich habe mich gerade gefragt, so nach 12 Minuten, da ist noch so eine dritte Gestalt auf der anderen Seite. Anscheinend Jörg. Jörg hat noch gar nichts. Jörg dürfte sich noch nicht mal vorstellen. Ja, das liegt, glaube ich, daran, dass... also ist ja recht klar, dass die Weltchefredakteurin die absolut dominante Alpha-Frau jetzt da in dem Trio ist. Mhm. So, die da das Gespräch anführt. Deswegen bin ich auch gespannt. Aber auch hier wieder schön, dass das eben angesprochen wird, weil das ist ja auch, finde ich, dann wieder die Problematik. Also wie gesagt, ich finde, man merkt einfach so, oder man kann analysieren, was hinter der Hufeisentheorie steht und wo sie auch aus einer staatlichen Perspektive eben ihre Richtigkeit hat in diesem Extremismusbegriff. So, ist natürlich alles logischerweise ideologisch, aber sie ist da drin, wie wir gerade gesehen haben, logisch kohärent. Aber es ist halt eben ganz wichtig, was sie dann auch für einen propagandistischen Effekt hat. Und das ist ja eben diese Darstellung von jeglichen Handlungen, die so in einem staatlichen Rechtsrahmen passieren, als vielleicht hier und da mal tragisch, weil es gibt ja auch natürlich ganz viele Liberale, die sagen, ja, puh, so eine Abschiebung ist echt eine blöde Geschichte, aber muss halt manchmal einfach sein, so ist ein ganz tragisches Schicksal, aber anders geht's halt nicht. Und da dann aber eben darzustellen, dass sich da irgendwie neutral auf diese Handlungen zu beziehen oder einfach im Endeffekt aus Ideologie heraus einfach alle Handlungen, die in einem Rechtsstaat passieren, als ethisch korrekt zu setzen und nicht da genauer drauf zu schauen, weil Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, das ist eigentlich so ein unkritisierbares Konzept. Das war einfach der höchste Punkt der Geschichte, auf dem wir uns zubewegt haben und dann ist auch gut. Dann stimmt auch alles, was da drin passiert. Deswegen schön, dass sie das auch nochmal da angesprochen und herausgearbeitet hat.
super spannend, also weil das ist so mein Lieblingsthema. Also hier fehlt ja der Dialog, meines Erachtens. Und wenn wir in der Mitte was haben, sozusagen, was Gewalt legitimiert, wie Abschiebung, dann muss das diskutiert werden, und zwar laut, und zwar sozusagen mit den Spektren und der Mitte. Und das ist mir abhandengekommen. Ja, ich denke, wir brauchen mehr Aufmerksamkeit für das linke Spektrum. Und mit Aufmerksamkeit meine ich Dialog, Gespräche, die Menschen links von der Mitte nicht allein zu lassen und insbesondere die jungen Menschen, die nach Orientierung suchen und in Dialog zu gehen. Und das andere, was ich nochmal sagen wollte, was mir dann auffällt, obwohl ich mich jetzt theoretisch auch linksliberal sozusagen positionieren würde, ist, wer wo mitläuft. Also was an Demonstrationen von links oder von rechts sozusagen auf der Straße zu beobachten ist und hier in Berlin, das ist die Hauptstadt sozusagen der Demonstration, ich bin oft zugegen und ich treffe Menschen, die eigentlich in einem ganz anderen Spektrum zu Hause sind. Und zwar auch von links bei rechten Demonstrationen. Und das macht mich unruhig. Und meine Sorge ist, dass wir ein bisschen die Kontrolle verlieren. Aber wie kommst du auf die Idee, dass du derjenige bist, der die Kontrolle haben sollte? Oder sonst irgendjemand? Was ist Scary, wie er ihn so wütend anfährt. Dieser Jörg ist irgendwie so ein Aufstiegs, der macht irgendwie so Aufstiegsprogramme. Habe ich das richtig verstanden? Ich würde tatsächlich jetzt auch drauf tippen, dass das irgendwie das Karuna e.V. dann so ein staatlich gefördertes Demokratieprogramm oder so ist. So. Ja. Also das ist ja auch so diese ganze Idee. Ja, Kropotkins Abendbrot, ich glaube, er mag Dialog. Und das ist ja auch immer das, was so ein bisschen hinter diesen ganzen Deradikalisierungsansätzen steht. Man kennt es ja eigentlich primär jetzt von rechts oder für islamischen Fundamentalismus. Hier wird das dann eben auch auf links angewandt. Dass, man will wieder, es ist, genau. Ja, es ist ja eigentlich auch, muss man ja auch sagen, die Idee von diesen Formaten wie 13 Fragen oder alles, genau. Was Unbubble eigentlich macht. Wir müssen einfach wieder ins Gespräch miteinander kommen. Genau. So. Und wir müssen uns irgendwie so alle wieder so ein bisschen mehr zu dieser Mitte bewegen und vor allen Dingen keine Gewalt. Keine Gewalt und keine grundsätzliche Hinterfragung von dem, was wir finden. Sonst ist alles okay so. Also sonst kannst du auch eigentlich, ja, wenn du zum Beispiel Islamist bist, kannst du auch bleiben. Ist okay. Du darfst halt nur niemand umhauen oder irgendwie dich in die Luft sprengen, aber wenn du halt irgendwie, ja, deine Frau schlägst oder die... Ja, das ist Rechtsbruch. Ja, stimmt. Das aber wenn du deinen Kindern beibringst, dass die Juden die Welt kontrollieren, ja, das wäre so... Ja, das ist okay. Das ist okay. So, da kann man, ja. Kann man vielleicht auch so mit seinen deutschen Brüdern dann im Geiste irgendwie vielleicht nochmal so ins Gespräch drüber. Stimmt. Aber deswegen, ich bin jetzt sehr gespannt, wie Peter hier weitermacht. Es ist so geil sein, wie schockiert er ist, dass er so angefahren wird in diesem Format. Ich liebe einfach... Also egal, was jetzt kommt, ich genieße diese Szene sehr, wie er so... Oh, scheiße, was passiert? Es ist keine Scheiße, Peter, ja, warum soll ich die Kontrolle darüber haben? Keine solidarische Gesprächskultur hier. Was ist denn das für eine komische Idee, Kontrolle zu haben? Niemand hat jemals die Kontrolle. Das ist eine Fantasie von der Mitte und deswegen wird die Mitte halt gewalttätig. Nur, dass die Mitte nicht selbst die Sandhandschuhe anzieht, sondern die schickt die Polizei vor. Und die sorgt dann dafür, dass die Gewalt für die Mitte-Politik durchgeführt wird. Du wirst auch eine Verantwortung haben für deine politische Haltung. Oder? Ja, ich und für dann, meine, aber nicht ja, dann für alle möglichen. Die Frage um dich herum sozusagen, wirst du doch versuchen, durch deinen Einfluss auch eine Kontrolle auszuüben, nämlich, dass dir das nicht entgleitet. Du kannst natürlich als Solitär irgendwie alleine rumstehen, aber du bist doch mitverantwortlich für dein Spektrum. Ja, absolut. Und da würde ich dich gerne dann auch auffordern zu sagen, wie machst du das, dass dir nicht am, also du wachst morgens auf und du kommst in einem neuen Land zur Welt und da gibt es keine Demokratie mehr. Also die Verantwortung von links sich abzugrenzen, die fehlt mir in dem Diskurs. Willst du antworten? Also ja, ich denke, also dass es da sehr viel Diskurs gibt und ich sehe in den sozialen Medien, in denen ich bin, wie sich die Linken gerade richtig heftig in Diskussionen beackern und zwar gerade was jetzt diesen Überfall der Hamas auf Israel anging am 7. Oktober mit diesen Terrormassakern, die da veranstaltet haben, was von den einen als schreckliche Wiederholungstat vergleichbar, jetzt in klein, aber so groß seither gab es nicht mehr mit dem Holocaust ist und die anderen, die sagen hier, aber schaut euch an, wie es in Gaza gerade zugeht, wo die Menschenrechte verletzt werden und da versuchen die Leute halt sich gegenseitig irgendwie zu überzeugen. Es gibt noch vieles anderes, auch dass Leute nicht versuchen, sich zu überzeugen, aber ich sehe das ja schon, dass das gemacht wird, ist dir dann vielleicht nicht aufgefallen, weil du was Spektakuläres gesehen hast. Wir können ja mal zwischendurch fragen, wie seht ihr das denn? Wie würdet ihr denn linksradikal, linksextremistisch?
Das finde ich etwas verwirrt, muss ich sagen. Ja, also das ist auch so ein bisschen meine Haltung dazu. Ich fand es erstmal lustig, dass er da reingegrätscht ist, aber ich war auch schon so ein bisschen so, okay, das ist jetzt das Problem an dieser Begrifflichkeit von der Kontrolle. Und es wirkte fast wie so ein Beißreflex, so ein anarchistischer Beißreflex erstmal von, hier will irgendwer Kontrolle über politische Meinung ausüben. Und so ein bisschen das, was ich jetzt daraus gehört habe, da ist natürlich was dran, so von dem, aber es war meiner Meinung nach nicht richtig dargestellt, dass irgendwie ein Staat, die BRD jetzt hier, ein Interesse hat, eben alle politischen Meinungen wahlweise in den Diskurs einzuhegen oder repressiv zu unterdrücken und zu verfolgen. So könnte man das vielleicht dann irgendwie rauslesen, aber es war sehr umständlich formuliert. Und wo er natürlich auch recht hat, was eben natürlich absoluter Mist ist, dass eben Linke sich nicht untereinander abgrenzen würden oder klare Bezüge auf diverse Sachen hatten oder es nicht eine riesige Diskussion um Aktionsform und so geben wird. Das kann man, glaube ich, jetzt auch der radikalen Linken wirklich nur sehr schwer vorwerfen. Und ja, Sadi, kann auch sein, dass es einfach geschnitten ist, weil mir das jetzt tatsächlich echt auch schwer gefallen, das generell zu verfolgen, worum es jetzt im Kern inhaltlich da ging. So. Ja, also sicherlich, das kann man ja sagen, das wird auch geschnitten, wird ja recht viel auch geschnitten, aber das wirkte auch einfach in den Sätzen, die jetzt nicht geschnitten waren, sehr umständlich und schwer verständlich formuliert. Was ja auch ein Problem oftmals von Linken in solchen Formaten sind, dass es ihnen halt schwerfällt, zu unterscheiden zwischen dem Diskurs, den ich jetzt halt irgendwie in einem universitären Kontext oder auf einem Plenum in meinem autonomen Zentrum führe oder wie formuliere ich und rede ich jetzt in so einem Fernsehformat, wo mich im besten Fall dann auch alle Leute verstehen sollten. Also ich finde generell, dass man immer den Anspruch haben sollte, dass alle Leute einen verstehen, aber da nochmal besonders. Definieren, was wäre für euch ein gutes Beispiel dafür? Schreibt es uns gerne mal in die Kommentare. Ich würde gerne mal bei Jörg nachfragen, weil du hast ja auch eine Erfahrung aus deiner Vergangenheit, ne? Weil du sagst, du hast Angst, dass auch im linken Spektrum die Kontrolle verloren geht. Was genau meinst du da? Also was meinst du vielleicht auch aus deiner Vergangenheit? Ja, vielleicht kommen wir da auch so durcheinander, weil ich sehr stark in Biografien denke. Und ich habe Zeit meines Lebens mit sehr jungen Menschen zu tun gehabt, in Jugendzentren, in Stadtteilzentren, die eben die Kontrolle über sich selbst und ihre Handlung verloren haben und sich dann strafbar gemacht haben. Und da habe ich sehr viele 16-, 17-, 18-, 20-Jährige gesehen, die sich wirklich verlaufen haben. Verstehe ich dich richtig? Du siehst eine Gefahr der Radikalisierung bei orientierungslosen jungen Menschen. Ja. So. Hat er damit recht? Stimmt das? Also ich kann sozusagen mit einem Beispiel antworten, weil ich das nicht so sehe. Also ich kann mir vorstellen, also das kommt ja nicht von irgendwoher, warum sich Leute radikalisieren. Da steht ja oft, also klar kann es auch sein, dass die irgendwie das tun, was der große Bruder macht oder so. Aber oft stehen ja vorher zum Beispiel auch Repressionserfahrungen. Um ein Beispiel zu bringen, es gab ja eben diesen Tag X, den 3. Juni in Leipzig, also diese Großdemo, die dann verboten wurde nach dem Urteil gegen Lina E. und die anderen. Und da gab es ja diesen großen Kessel, wo einfach 1000 Leute über Stunden bis 5 Uhr morgens eingekesselt wurden. Und ich glaube, dass so eine Repressionserfahrung, die macht dann vielleicht auch nicht unbedingt, dass man danach denkt, hey, die Polizei ist toll, der Staat ist toll. Also das heißt, man muss es schon auch immer in dem Kontext sehen, woher diese Meinungen auch kommen. Benjamin, kannst du noch? Ja, das ist halt auch ganz interessant, weil sie, also er scheint ja wirklich so aus dieser 100% einfach Sozialarbeiterperspektive darauf zu blicken und dieses Deradikalisierung, das stand ja auch schon, glaube ich, auch mal irgendwo in den Beschreibungen oder so, dass das so sein Ding ist, ne? Und sie ist ja eigentlich dem schon wieder so ein bisschen auf den Leim gegangen, indem sie halt gesagt hat, ja, okay, aber man muss ja trotzdem Verständnis dafür haben, dass wenn man jetzt halt irgendwie halt dann auch Probleme mit dem Staat bekommt, weil der halt irgendwie böse gegen einen vorgeht, dann ist es doch auch verständlich, dass man halt auch mal dann irgendwie was Radikales macht. Aber das ist doch gar nicht der primäre Grund, warum es sinnvoll und richtig ist, radikal zu agieren, sondern der primäre Grund, radikale Aktionsmethoden zu wählen, ist doch, weil es effektiv gegen dieses System ist. Es gibt einfach sehr viele Formen der direkten Aktion. Wenn man jetzt nur als ein Beispiel, der Hambacher Forst, wo ja auch ganz viele Liberale so wunderbar draufblicken und das halt dann auch teilweise gut fanden, was da, dass das dann gerettet wurde und so weiter, der wäre ja niemals gerettet worden ohne radikale Aktionsmethoden, ohne direkte Aktion, wo man halt über Gesetz
sich über dieses bürgerliche Gesetzbuch halt erhebt und sagt, so, wir besetzen das jetzt einfach, wir scheißen dann drauf, ob das halt diesem Großkonzern gehört und hier brennt auch mal ein Bagger ab und was weiß ich, was da alles passiert ist. So. Und das ist doch der Grund, warum es halt sinnvoll ist, über radikale Aktionsmethoden und über Gewalt und so weiter zu diskutieren und nicht, weil man auch mal einen auf den Deckel bekommt von den Bullen. Ja, ich würde das vielleicht noch, also erstmal würde ich sagen, dass gar nicht mal grundsätzlich ich auch in der jetzigen Zeit immer sagen würde, dass das, was an radikalen Aktionsformen gewählt wird, irgendwie das Mittel der Wahl ist oder ja, jetzt irgendwie das Praktischste ist, sondern oder jetzt irgendwie besonders effektiv, gerade eben in der jetzigen Zeit. Aber das ist eben nochmal, glaube ich, eine größere Diskussion. Wo ich aber denke, dass du da eben den richtigen Kern triffst und wo ich das dann darum ergänzen würde, ist eben um diese ganze Sache von, woraus entsteht jetzt eigentlich diese Haltung? Und ich würde das nämlich auch mit einer inhaltlichen Sache machen. Das haben wir ja, glaube ich, auch schon mal in der Polizeifolge damals angesprochen mit dieser Frage, was ist eigentlich das Problem von Linken mit Polizei? So, und das ist ja dann auch immer so ein bisschen das, was dann genau in solchen ja. Formaten diskutiert wird. Woher kommt eigentlich der Hass von Linken auf die Polizei? Und ich würde immer für mich persönlich sagen, mir geht es gar nicht darum irgendwie, ob ich, ich habe ganz viele Polizisten auch mal irgendwie im persönlichen Rahmen kennengelernt, klar, wo man sich dann denkt, ja, das ist eine nette Person oder so. Natürlich gibt es diese Tendenz von eben Leute, die jetzt in Polizeiberufen sind, dass sie dann auch autoritäre Arschlöcher sind und irgendwie machtgeil und so, klar, natürlich so, das ist ja keine Frage. Aber es gibt auch ganz viele Leute, mit denen ich sicherlich persönlich überhaupt kein Problem hätte. Die Krux an der Sache ist ja wirklich einfach nur eben die Funktionalität, die Polizei so in einem Staat hat, so eben von dem Schutz der Eigentumsverhältnisse, von dem Aufrechterhalten eben um jeden Preis dieser staatlichen Ordnung so. Und das ist ja auch das Problem. Niemand von uns, wir alle wünschen uns eine möglichst friedliche Transformation dieser Gesellschaft in einer anderen. Das ist das, was wir natürlich anstreben. Aber das ist eben die Problematik, dass da einfach eine systemgebundene Konfrontation passieren wird. Das geht einfach nur so. Das ist einfach eine logische Sache aus eben unserem Bestreben, den Staat und den Kapitalismus zu überwinden und eben in eine sozialistische, herrschaftsfreie, nichtstaatliche Gesellschaft überzugehen. Und das ist eben die Sache davon. Und das dann darauf einzuführen von, ja, irgendwie, keine Ahnung, die Bullen müssen sich ja auch nicht wundern, wenn sie bei Tag X da irgendwie so draufprügeln. Natürlich stimmt das. Ist ja klar. Ich meine, wie häufig, wir beide kennen das ja auch, wir beide kennen das von uns, wir beide kennen das von diversen Leuten, die irgendwie mal eins zu feste dann auf die Mütze bekommen haben und dann erstmal so ein bisschen, sagen wir mal, eine deutlich kritischere Haltung zur Polizei dadurch entwickeln. Ist ja auch legitim, ist ja auch nicht so, dass man da nicht drüber reden könnte oder sowas auch anführen könnte. Es stört halt einfach nur, dass das halt immer dabei bleibt und dass das der einzige Grund ist, über den man halt redet, warum man jetzt in der Opposition zum System steht. Bedeutet das denn etwa, dass wenn jetzt beispielsweise die Polizei oder sonst wie dieses System zu 100% einen total guten sozialdemokratischen Kurs fährt und halt immer super alles abrüstet und total freundlich immer zu Demonstranten ist und das alles total eskalierend macht, was ja möglich wäre im Rahmen dieses Systems, dass wir dann nicht mehr über die Eigentumsverhältnisse sprechen, dass wir dann einfach sagen, ja, ist doch okay, wenn 1% halt irgendwie dieses Land im Prinzip regieren und halt die Großteile 90% oder was von den Grund und Boden und alles halt besitzen. Ja, nee, ist doch kein Problem halt, weil die Bullen sind doch nett zu uns. So, also. Kommt wenigstens nach dem Schmerzensgriff dann das Awareness-Team. Ja, ja. Hey, ist alles in Ordnung? Ja, das wäre doch denkbar. Möchtest du vielleicht drüber reden? Ja, das wäre denkbar. Das ist vereinbar mit diesem System. Ja. Oh ja, das ist eine rechte Dystopie. Nachvollziehen, also das ist so ein bisschen Gewalt erzeugt Gegengewalt oder zumindest Unmut, möchte ich sagen. Wenn du sagst, eine Repressionserfahrung, ich kann dir mal ein Beispiel geben. Also eine Polizistenkette hintereinander, ja, begleitet einen Versammlungsauflauf, beispielsweise von einem schwarzen Block, also der sich ganz bewusst vermummt, obwohl es in unserem Land verboten ist, der auch bereit dazu ist, Straftaten zu begehen, ob nun Sachbeschädigung oder auch Körperverletzung, was auch immer. Da werden auch unsere Kolleginnen und Kollegen angegriffen. So, dann kommt einer von außen, ja, Polizei begleitet das eng, dann kommt einer von außen und möchte da auch mit in die Mitte. So, und dann wird er vom Kollegen weggedrückt. Das macht ein Polizist, um eben nicht zum Vordermann abreißen zu lassen, weil es nämlich die größte Gefahr ist, dass ein Polizist eingekesselt wird
von einem schwarzen Mob beispielsweise. Das sieht die Bürgerin oder der Bürger, der da jetzt hin will, der sieht das gar nicht oder die sieht das gar nicht, ne? Sondern sagt hier, Polizeigewalt, rechtswidrig, du hast mich weggeschubst. Ich kann euch nur dazu einladen, setzt euch mal ein Einsatzhelm auf und geht mal bei so einer Versammlungslage mit. Genau, aber wenn wir beim Thema Helm sind, also dann... Moment, lass mich mal noch kurz ausfüllen. Ja, klar. Situation ist, ich kann nicht für jede Polizei sprechen, ja? In Berlin haben wir ein Deeskalationsgebot und du wirst auch am 1. Mai, obwohl am 1. Mai bekannt ist, dass Barrikaden auf der Straße brennen, dass Steine auf Kolleginnen und Kollegen der Polizei geworfen wird, wirst du vor 18 Uhr kaum einen im Helm sehen, weil die den Helm abnehmen. Wenn die aber durch die Rigaer Straße laufen, dass die den Helm aufsetzen, wenn oben Steindepots auf dem Dach stehen und dazu aufgerufen wird, Polizistinnen und Polizisten schwer zu verletzen, Feuerwehrleute schwer zu verletzen, dann glaube ich, kann man verstehen, dass man da einen Helm aufsetzt. Und das ist dann wieder genau dieser Punkt, dann befinden wir uns wieder nur in dieser Art der Diskussion. Dadurch, dass es jetzt halt wieder so aufgemacht wurde und dass jetzt wieder nur darüber geredet wurde, kann halt auch einfach der Diskurs so geführt werden, wie das jetzt der Typ von der Polizeigewerkschaft halt macht. Er kann halt einfach dann die Polizei in Schutz nehmen und sagen, ja guck mal, die müssen sich doch, das sind doch auch Menschen hinter dem und bla 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 und bla bla bla. Und das kommt halt einfach gut an und da sind wir halt, da stecken wir halt als Linke eben in einer Sackgasse der Argumentation, weil es auch einfach ja die Realität ist, dass normal nur ein ganz kleiner Bruchteil der Gesellschaft trotzdem halt Polizeigewalt erlebt hat und selber erfahren hat, ne? Aber dass halt aber die Eigentumsverhältnisse, die halt die Polizei beschützt und die konkrete Erfahrung als Mieter und all das, das erleben wir doch. Das erleben wir doch. Und das sind auch genau die Zustände, die halt die Polizei beschützt. Immer wenn wir demonstrieren gegen den Kohleabbau, wenn wir gegen unsere Vermieter demonstrieren, wenn wir gegen unsere Bosse demonstrieren, dann stehen wir doch nicht dem RWE-Boss entgegen, dann stehen wir doch nicht dem Vermieter direkt entgegen in der Regel, sondern wir stehen halt den Bullen entgegen, die uns halt von der Straße runterfegen. Und das sind doch Sachen, die man halt viel verständlicher auch an die Menschen halt heranbringen kann. Und dann führt man auch eine um Längen andere Diskussion, die man auch verlieren kann gegen diese Links- konservativen Leute und was, aber es ist halt trotzdem eine, die halt eher auf unserer Seite ist und nicht dieses ja, Gewalt hier, da und gegen die Polizei, ACAB, das ist doch alles immer die gleiche Leier. Ja, und egal in welche Richtung es geht, es funktioniert halt nicht. So, stellt man sich hämisch und zynisch dahin und lacht eben darüber, wenn jetzt ein Bulle da irgendwas abbekommt oder unter schlechten Arbeitsbedingungen oder so bei einem Einsatz leidet, dann nehmen die Leute einen ja auch nicht ernst, dann denken die sich auch nur, was sind das eigentlich für arrogante Arschlöcher so. Und es ist ja auch, also das muss man ja auch sagen, wenn er sich jetzt da hinstellt und irgendwie davon erzählt, ja hier irgendwie irgendein Bereitschaftsbund oder so, der sich da den Helm aufzieht, weil er Angst hat, dass ihm ein Stein auf den Kopf fliegt oder so, dann sagen die Leute natürlich auch, ja, kann ich verstehen, so. Oder keine Ahnung, wenn dann irgendwelche Berichte dann, was ja dann auch mal gerne gemacht wird von G20 irgendwie, dass dann, was weiß ich für Schichten dann da irgendwie machen mussten und irgendwo in den Fluren oder so geschlafen haben. Natürlich denken die Leute sich dann auch so, ja, das sind beschissene Arbeitsbedingungen. Und das ist halt die Sache, darüber kannst du halt wirklich nur schwerlich was gewinnen. Du hast bestimmte Milieus, in denen funktioniert das auch und da merkst du dann auch, dass eben, sagen wir mal, so eine direkte Kritik einfach an der Polizei funktioniert als sozialer Kampf, aber das ist eben, wenn das daran gebunden ist. Wenn wir an sowas denken wie Black Lives Matter in den Vereinigten Staaten, wenn wir dran denken eben die einfach massive Repression, die auch ganz normale Fußballfans im Stadion erfahren oder so, wo du auch merkst, dass da ganz anders dann drüber geredet wird. Das ist was, wo man dann auch das dann als sozialen Kampf führen sollte, aber das sollte eben dieses einfach nur gegen die Bullen, sollte eben nicht unser Fokus jetzt in jeglichen Thematiken sein, die wir behandeln. Kannst du verstehen? Klar, das kann ich verstehen, würde ich, oder ich wäre keine Polizistin, aber ich würde es natürlich auch machen, um mich zu schützen, aber wenn man eben auf eine Demo geht, als einfache Demo-Teilnehmerin und dann steht man diesen Hundertschaften in Helm, die dann ab einem gewissen Punkt eben die Helme aufziehen. Da gibt es ja schon eine klare Hierarchie und da ist eben dieses einmal kurz angeschubst werden von so einem, ja, Robocop. Großen, ja, genau, ist einfach, da ist einfach eine klare. Er hat zu viel Desaster gehört. Ja, wirklich so. Robocop. Das ist geil.
Hierarchie da. Und ich sehe das auch, natürlich gibt es die Gefahr, dass auch Polizisten und Polizistinnen verletzt werden, aber das Gewaltmonopol hat eben der Staat und das haben nicht die Bürger und Bürgerinnen und der Staat verteidigt dieses Gewaltmonopol und das, finde ich, kann man auch kritisieren. Ich. Und warum kann man das kritisieren? So, das ist doch der Punkt. Es ist doch nicht der Punkt, so, darüber müssen wir doch reden. Das, warum kann man das kritisieren? Die meisten Leute würden sagen, es ist richtig. Es ist genau richtig, dass der Staat das Gewaltmonopol hat, weil er muss ja die Bösen verscheuchen und er muss halt auch die Extremisten verscheuchen, die halt diesen Staat gefährden. Das ist halt die denke ich, die Hegemonialposition. Da muss man doch hinterfragen, warum das halt schlecht ist, dass der Staat das Gewaltmonopol hat. Und da kommen wir wieder halt zu den Eigentumsverhältnissen. Ja, alle Leute beziehen sich ja auf diese Aussage, alle Macht geht vom Volke aus. So. Und das ist halt auch wie so eine Diskussion, die führt nicht so viel. Alle, von rechtsradikal bis linksradikal, sagen, ja genau, alle Macht geht vom Volke aus, aber irgendwie merken wir, da gibt es dann doch einen ziemlichen Unterschied zu dem, wie Liberale das sehen, eben, wenn sie dann sagen, okay, ja, alle Macht geht vom Volke aus und das Volke hat sich eben diese parlamentarische Demokratie als Meinungsfindungsapparat gesetzt, wodurch dann Entscheidungen gefällt werden, die dann auch von den diversen Organen dieses Staates inklusive der Exekutive dann ausgeführt werden. Und dadurch geht dann auch, wenn deine kleine unangemeldete 80-Mann-Demo in Kreuzberg zusammengeknüppelt wird, die Gewalt des Volkes aus. Ja. Kann schon verstehen, dass in so einer Mikrosituation einer Demonstration, wo es irgendwie zur Auseinandersetzung zwischen Polizei und Demonstranten kommt, dass da Wut entstehen kann. Kann ich nachvollziehen, finde ich aber dennoch rechtfertigt nicht, dass man sozusagen, man wird geschubst, also haut man zurück. So ein Schubsen kann auch aus tausenderlei Gründen kommen. Es kann auch sein, dass die Polizei an der Handlung vollzieht, um andere Demonstrationsteilnehmer, wie wir es jetzt im Moment zum Beispiel oft erleben, zu schützen. Also das ist mir zu klein. Und zu sagen, die Welt ist so ungerecht, deswegen bin ich wahnsinnig wütend, gehe auf die Straße und wenn mir ein Polizist in die Quere kommt, haue ich dem einfach auch mal eins auf die Kappe. Ich heiße das auch nicht gut, wenn Leute auf Polizisten Steine vom Dach runterschmeißen. Aber umgekehrt finde ich es auch nicht gut, wenn Gewalt ausgeübt wird, die legal ist. Also das ist jetzt ein bisschen so, dass ich von eurer Seite hier ein bisschen höre, wie so Gewalt ist ganz schlimm, aber eigentlich ist das ziemlich doppelmoralisch, weil ihr befürwortet doch Gewalt. Nur halt nicht illegale Gewalt, sondern legale Gewalt. Und das ist ein Thema, das da mit reinkommt. Der Linksextremismus ist deswegen, insbesondere für euch, glaube ich, schlimm, weil er, sofern er gewalttätig wird, was er sehr viel weniger tut als die Rechten, in die falsche Richtung die Gewalt macht. Das ist eine Gewalt von unten nach oben. Und was ihr aber gut heißt, ist die Gewalt von oben nach unten, hinter der Gesetzgeber steht, der das legalisiert, der bestimmte Regeln aufstellt, wann darf Gewalt ausgeübt werden. Und dann heißt du das vielleicht in deiner journalistischen Arbeit gut, du heißt es in deiner Arbeit gut. Du bist tatsächlich vom Beruf her ein Ausüber von Staatsgewalt. Das gehört ja, zu deinem... Schneide ich, Entschuldigung, aber muss ich rein... Das war ein starker Punkt. Gebrüllt, ja, genau, gebrüllt für ein Löwe. Auf jeden Fall. Wie ein Aslan. und ich finde auch, zu einem Bruder, dass er ist halt schon eine Präsenz so. Also er ist halt schon eine Präsenz. Ich fand jetzt halt einen Beitrag von ihm halt nicht so toll oder ein bisschen unklar, aber zwei Beiträge von ihm richtig gut. Und auch der Punkt war jetzt halt, da hat er halt einen anderen wichtigen Punkt halt aufgemacht. Diese Frage von Legitimität der Gewalt, die halt nicht hinterfragt wird. Und was ist ja genau sein, was er am Anfang auch angeschnitten hat, das ist ja auch eine radikale Position an der Stelle, zu sagen, ja, ist es denn halt legitim, dass es halt diesen Staat gibt, der diese Gewalt ausübt und nur weil das halt irgendwie rechtlich abgesegnet ist, ist es dann denn okay, dass er diese Gewalt ausübt und eben die Gewalt von oben nach unten und nicht und die Gewalt von links ist halt von unten nach oben. Das sind ja richtige, wichtige Punkte. Deswegen bin ich jetzt auch mal gespannt, was da entgegnen wird, weil ich fand schon, dass man da von den Gesichtern her und auch jetzt hier, man sieht es ein bisschen von der Reaktion hier von dem Polizeihauptmeister, der steht da so mit zusammengeschränkten Armen, guckt auf den Boden, das ist so ein bisschen, also man sieht schon von der körperlichen und er ist so ein bisschen am Lächeln, ah, da hat er einen Punkt. Sie tatsächlich ist auch so ein bisschen. Also, ach, was entgegnet er jetzt? Was entgegnet er jetzt? Weil da merkt man schon, okay, da hat er einen Punkt gesetzt. Reinschneiden, weil die Scheinheiligkeit, ganz ehrlich, die macht ihr auf eurer Seite. Ich möchte mal kurz, ganz ehrlich, das, was Linda vorhin gesagt hat, ja,
Ich finde es doof, wenn abgeschoben wird. Ich finde es doof, wenn eine Räumung passiert. Also ich möchte mal wissen, warum ist dann anscheinend Gewalt gegen Polizisten völlig legitim, aber warum nicht gegen Beschäftigte der Ausländerbehörden oder derjenigen der Zwangsvollstreckung, die entscheiden, dass so ein Gebäude geräumt wird? Das passiert in einem Rechtsstaat. Wir haben uns alle verständigt auf die Gesetze. Die macht ja nicht Herr Scholz. Und die macht auch nicht nur die Bundesregierung. Wir haben uns verständigt, wir haben die Leute gewählt. Das ist unsere bürgerliche Mitte. Das ist unser allgemeiner Konsens. Das kann man blöd finden, dann kann man auf die Straße gehen, kann demonstrieren. Ihr rechtfertigt immer ein Stück weit, und das ist ein Credo der linksextremen Szene, Gewalt gegen Polizisten ist okay. Die entscheidende Frage dahinter ist, Peter, wenn... Das ist vielleicht aber wirklich ein geilen Polizeitext. Das ist wirklich so ein bisschen so... Also man könnte das so rauslesen, ja, keine Ahnung, wenn es mal wieder Sozialismus in Deutschland gibt und ihr die Leute da abgeschafft habt, dann mache ich da meine Polizeiarbeit auch wieder für den Sozialismus weiter. Oder man könnte auch rauslesen, ja, okay, dann macht doch auch Gewalt gegen die, ja, gegen die Mitarbeiter im Abschiebezentren oder so. Warum kriegen immer nur wir es ab? Das wäre echt. Also ich habe mit vielem gerechnet, aber nicht mit so einem Take. Aber ist es wieder dieser gleiche Punkt, auf den du auch vorhin etwas früher schon drauf reagiert hast und länger ausgeführt hast? Niemand hat sich auf irgendwas verständigt in diesem Land. Also nur weil wir halt irgendwie 4 Jahre unsere Stimme abgeben an irgendwelche Politiker, die wir noch nie in unserem Leben gesehen haben, die halt nicht gebunden sind an irgendwelche Wahlversprechen oder sonst irgendwas, die einfach im Prinzip machen können, was sie wollen. Wir haben uns nie dazu entschieden, in einer parlamentarischen Demokratie zu leben. Also selbst auf einer parlamentarischen Demokratieebene gab es ja noch nicht mal eine Aushandlung richtig darüber und noch nicht mal, und wenn man darüber reden würde, auf einer direkt demokratischen Ebene gab es noch nie eine Abstimmung darüber, und wenn wir dann über eine Ebene reden, wo wir halt darüber reden, dass halt wirklich Menschen halt in Selbstorganisation leben und ihre Entscheidungen über ihr Leben treffen können, dann gab es halt niemals so eine Entscheidung. Von daher ist es halt einfach eine absolute Scheinargumentation, eine absolute Farce, die uns da halt vorgehalten wird seit wir Kinder sind, angelogen und indoktriniert werden in dieses System, von wo uns gesagt wird, ja, wir haben doch alles in der Hand und wir können ja demonstrieren und so weiter und so fort. Ja, toll, was ändert das? Gar nichts. Weil wir haben halt nun mal nicht die Macht, wir haben nun mal nicht das Geld, wir haben nun mal nicht und deswegen bestimmen ja auch die Reichen und nicht wir, weil die haben das alles. Und das können wir nicht einfach mit Demos ändern, wa? Richtig. Wenn du ein Problem damit hast mit der Gesetzgebung in Deutschland und das Gefühl hast, es gibt einen Staatsapparat und die Bürgerschaft ist nicht beteiligt, dann könntest du ja darauf hinarbeiten wollen, das System innerhalb einer Demokratie so zu verändern, dass du zufriedener bist. Die Frage dahinter ist aber, rechtfertigt das Gewalt gegen Staatsapparate, selbst wenn du recht hättest? Ich glaube, dass Gewalt fast nie gerechtfertigbar ist, nur in Selbstverteidigungssituationen. Das gilt aber auch für legale Gewalt. Ich halte also das meiste, was die Polizei an Gewalt tut, und du sagst, sie begeht keine Gewalt, aber das ist natürlich Quatsch. Natürlich begeht die Polizei Gewalt. Gewalt ist, wenn jemand verletzt wird, und ich selbst bin vom Polizisten verletzt worden. Aber jetzt zu sagen, hier ist Gewalt gegen Polizisten legitim oder nicht, und gleichzeitig zu sagen, das sind doch unsere Leute, das sind doch alle wir selbst, dann müssen wir gleichzeitig auch von der Augenhöhe ausgehen. Und Augenhöhe heißt, ich kriege deine Rechte und du hast auch meine Pflichten. Und das bedeutet, ich kriege deinen Knüppel, ich kriege deinen Helm, wenn ich auf eine Demonstration gehe, und ich kriege meine eigenen mit mir verkumpelten Gerichte, die überprüfen, ob das, was ich gemacht habe, in Ordnung ist oder nicht. Das heißt aber, du stellst das Gewaltmonopol des Staates grundsätzlich in Frage. Ich stelle die Gewalt des Staates in Frage, und ich frage mich und kann da keine Patentlösung anbieten, ob wir nicht viel bessere Arten des sozialen Zusammenlebens hinkriegen zu organisieren, die nicht so stark auf Gewalt aufbauen, wie das Staaten heutzutage nun mal tun. Und ich will dazu erwähnen, dass die Bundesrepublik Deutschland vergleichsweise gut dasteht im weltweiten Vergleich, aber auch im Vergleich Deutschland jetzt und Deutschland vor 80 Jahren oder vorher unterm Kaiser oder irgendwas. Also ich will hier durchaus differenziert hinblicken, aber der Staat übt Gewalt aus und tut so, als wären die Linken, weil sie Gewalt ausüben, böse. Also sorry, wenn Gewalt was Schlimmes ist, dann Schluss mit der Staatsgewalt. Ich finde es großartig, dass du... Also zumindest den letzten Spruch fand ich auch großartig. Aber bitte, wirklich, das muss man mal an der Stelle sagen. Anarchisten dieser Welt,
bietet bitte Patentlösungen an. Wenn ihr sagt, es braucht eine Alternative dazu, wirklich, bietet Patentlösungen an. Es braucht es so. Bei der Diskussion ist das immer der Punkt, wo so viele Leute abschalten, wenn sie das hören. Das ist halt so ein großes Problem einfach. Weil wenn wir das nicht machen können, dann sagen die Leute bis dahin vielleicht so, ja, ist auch alles eine ganz gute Anmerkung. Aber gut, wenn keine Patentlösung angeboten werden kann, dann nehme ich vielleicht doch lieber das, was einfach jetzt existiert. Das weiß ich, das kenne ich wenigstens so. Muss ich nichts Neues probieren und dafür irgendwie Jahrzehnte meines Lebens opfern, Repressionen mich aussetzen, mich mit irgendwelchen anderen nicht ganz so netten und klugen Linken streiten, so. Ich glaube, jetzt kommt die Rache von Jörg. Jörg holt jetzt zum Gegenschlag gegen Peter aus. Ja. Noch mehr Gewaltdebatte. Du, insbesondere du hier dabei bist, weil diesen Diskurs sozusagen, den müssen wir irgendwie, und danke, dass das Fernsehen hier dazu einlädt, aber das ist so ideologisch, was ich von dir höre. Und da ich komme aus der DDR, ich habe auch jahrelang, jahrzehntelang sozusagen in einem Land gelebt, was unter so einer ideologischen Fahne sozusagen seine Herrschaft ausgeübt hat. Und da wird mir ganz anders. Sehr schön, dass wir jetzt endlich in der BRD ideologiefrei und ideologiekritisch leben können. So. Diese Fahne hat keine Ideologie. Schwarz-Rot-Gold ist ein Symbol ohne irgendwelchen Inhalt. Unpolitisch. Ja. Alle unpolitisch. BRD ist Grauzone. Das ist jetzt ist zwischen Ost und West ein bisschen so Grauzone jetzt. So. Ist einfach nur alles freier Markt, Leute. Ja. Alles, so. Alles ganz normal und. Ja, keine Politik. Keine Politik. Oi. Oi. Diskurs sozusagen, den müssen wir irgendwie, und danke, dass das Fernsehen hier dazu einlädt, aber das ist so ideologisch, was ich von dir höre. Und da ich komme aus der DDR, ich habe auch jahrelang, jahrzehntelang sozusagen in einem Land gelebt, was unter so einer ideologischen Fahne sozusagen. Sehr guter Kommentar, Nick. Danke dafür. Und da wird mir ganz anders. Und da kriege ich wirklich Sorge. Also, wenn du dieses Gewaltmonopol sozusagen in Frage stellst und so, das kannst du natürlich. Das doch, machen wir mitten im Fernsehen, ja? Super. Also auch sehr demokratisch, du kannst das sagen. Ja, aber da verhandel es doch. Du hast doch so viele Instrumente, sozusagen auch darüber nachzudenken, und da bin ich sofort dabei. Wie können wir die Polizei sanfter machen? Ja? Wie können wir ihnen bestimmte Rechte wegnehmen? Ja? So bin ich sofort dabei. Und das möchte ich gerne diskutiert haben. Ich habe sowohl von der Polizei schon Knüppel auf den Kopf bekommen, ich habe von links schon was auf die Nase bekommen und von rechts. Also ich bin sozusagen hier irgendwie das Opfer aller drei Institutionen. Ich will nur sagen, das hat wehgetan. Immer drauf auf Jörg. Meine Meinung. Ja, die Personifizierung von Apolitisierung. Diese Art von Sozialarbeiter kann ich echt nicht ab. Ja gut, aber dadurch kann er natürlich auch bei allem mitreden, ne? Und er ist die eine Person, die über allem steht. Er hat keinen Inhalt. Ja. Er möchte einfach nur, er ist der personifizierte Dialog. Feind alles in sich. Hat auch schon alles gemacht, der Jörg. Und das möchte ich nicht, egal von wem. So, und das Einzige, was ich in meinem Leben erlebt habe, was da hilft, ist Gespräche führen. Die Polizei wird praktisch in die Mitte des Diskurses gestellt. Das merke ich, wenn ich mit jungen Leuten unterwegs bin, die sozusagen da links gepolt sind. Ja? Die Polizei ist der Feind. Da stimmt was nicht. Du hast Peter überzeugt, er ist einen Schritt nach vorne gegangen, und ich würde gerne mal Bettina dazu holen. Hat er recht? Ist die Dämonisierung oder die Schaffung des Feindbildes Polizei der absolut falsche Weg? Das ist seine These. Genau, ich würde auch das, was ich vorhin auch schon gesagt habe, also es gibt einen Grund, warum es diese Dämonisierung eben gibt. Die kommt ja nicht aus dem Nirgendwo, die kommt eben aus persönlichen Repressionserfahrungen, wo wir jetzt schon. Das wäre jetzt halt einfach mal wieder ein Punkt gewesen, wo man sagen kann, das ist überhaupt nicht die Frage. Also das ist einfach so, wo man einfach wirklich probieren kann, das ist, was wir auch häufig ja so kritisieren in diesen Formaten, dass dann Linke es nicht schaffen,
dann auch so probieren auszubrechen, dass man halt immer an diesem Faden halt durchgezogen wird, wie so durch eine, wie so ein Stier durch so eine Arena in so einer Sendung. Hm. Ich finde, Peter hat das teilweise schon ein bisschen geschafft, so seine eigenen Punkte zu setzen. Und auch die Genossen von Vertraut und Seltsam punktuell mal. Aber dass man wirklich dann mal sagt, sorry, aber das ist doch gar nicht die Frage, wenn wir über Polizei reden. Die eigentliche Frage ist doch. Und dann könnte man jetzt zum Beispiel über die, dass die Polizei die Eigentumsverhältnisse schützt, die halt den wenigsten nützt und den meisten schadet. So könnte man einfach das so grob sagen. Ja, das ist ja auch ganz einfach. Das muss man ja dann auch so sagen. Es geht hier nicht um eine Dämonisierung. Ja, eine Dämonisierung finde ich auch immer eigentlich eine schlechte Sache. Man muss einfach da so auf die blanken Fakten schauen. So. Man muss sich einfach wirklich anschauen, was die Polizei ist, was ihre Funktion im Staat ist und was da für Konfrontationen mit sozialen Bewegungen entsteht, beziehungsweise auch mit politischen Haltungen, die sagen, so Kapitalismus, nee, möchte ich eigentlich überwinden. Aber Fußpilz ist auf jeden Fall ein mega hängengebliebener Kommentar. Also ich glaube, dass man auch in der Schwangerschaft ganz normal an so einer Diskussion teilnehmen kann. Und das hat, glaube ich, keinerlei Einfluss auf ihre Auffassungsgabe. Schon mehrere gehört haben, die kommt eben daher, dass eben von zahlreichen rechten Netzwerken in der Polizei, wo wir uns auch alle einig sind, dass es die gibt, dass es da ein Problem gibt mit Rechtsradikalismus in der Polizei. Also ja, und ich wünsche mir auch eine Gesellschaft, wo mehr miteinander geredet wird. Deswegen ist es ja auch schön, dass wir jetzt heute miteinander reden. Aber ich glaube, vielleicht noch ein anderer Punkt, spielt ja auch die Medien eine große Rolle. Also wie wird darüber berichtet? Und wenn wir zurück zum Thema Linksradikalismus, da wird eben sehr verkürzt über Linksradikalismus berichtet. Dann sieht man immer nur Bilder irgendwie von Bengalos und eben Flaschenwürfen. Und dann sieht das so aus, als wäre die Linke, wären dann eben diese wenigen gewalttätigen Menschen. Aber die ist ja viel größer. Die linken Chaoten, ja. Zumindest Jörg, hast du damit mich überzeugt? Jetzt. Hast mich abgeholt. Aber Jennifer, natürlich als Chefredakteurin der Welt, geht einen Schritt zurück, weil ihr macht das natürlich immer total differenziert und es gibt gar keine linken Chaoten bei euch in Überschriften. Nee, aber ich finde, dass die eine Seite sagt so, es wird total parteiisch über Linksextreme oder Linksradikale berichtet, die anderen sagen das Gleiche über Recht. So, das kann gut sein, wenn wir jetzt über die konkrete Situation von Demonstrationen, über die berichtet wird oder über Gewaltausbrüche, muss man jetzt mal ehrlicherweise sagen, in der Aufmerksamkeitsökonomie, in der wir uns bewegen, und das sind nicht in erster Linie jetzt die alten Medien, sondern das sind die digitalen Medien, natürlich zählt da das beste Bild oft. So würde ich jetzt auch nicht unterstützen, aber ich glaube ganz im Gegenteil, dass eigentlich Linksextremismus, auch Linksextremismus, nicht nur Linksradikalismus, viel vorsichtiger angefasst wird in der Regel als Rechtsextremismus. Aus verschiedenen Gründen, aber unter anderem aus dem Grund, weil er natürlich aus der Antifa irgendwie wächst. Und mit Antifa, also Antifaschisten sind, glaube ich, die allermeisten in Deutschland. Kann man, glaube ich, so pauschal... Boah, bitte, ey, diese Person macht echt Aggressionen bei mir. Die hat halt nichts anderes zu sagen. Das hat die jetzt halt das zweite Mal in leicht abgewandelter Sprache gesagt. Ich glaube, die hat auch wirklich nur diesen einen Satz, mit dem die in diese Sendung geht. Es ist auch völlig egal, worum es geht, so. Die sagt ihn einfach immer wieder. So, die wiederholt einfach immer wieder diesen Satz. Antifa, Antifa, wir sind alle Antifaschisten. Ja, aber... Ja, das ist ja auch... grausiges Lied. Es ist ja, das hat, wie du schreibst, ist es halt am Ende des Tages genau das, was sie halt machen. Einfach nur immer so eine Catchphrase, egal was passiert, durchziehen. Ja, jetzt bin ich auf die Erwiderung gespannt. So, Peter poltert jetzt gleich wieder los. Sagen, auch viele, die eigentlich so dem rechten Spektrum zugeordnet werden. Insofern, also ich glaube eigentlich, dass Linksextremismus eher verharmlost wird. Mich interessiert das, was du gesagt hast, Linksextremismus wird verharmlost. Wie geht's dir denn selber, wenn du hörst, eine linksextreme Gruppe verprügelt Neonazis, findest du es dann weniger schlimm, als wenn sie normale Passanten verprügeln würde? Oder, also das ist ja genau der Impetus, den viele haben. Das ist genau der Knackpunkt. Ja. Ich glaube, dass man natürlich persönlich und emotional da eine andere Reaktion hat. Aber genau das ist der Knackpunkt. Genau das ist der Sinn, dass man eine Verfassung hat und dass man einen Rechtsstaat hat und dass man irgendwie eine Demokratie hat. Dass man sagt, die Grenzüberschreitung ist egal, aus welchem Grund ich die mache. Es ist eine Grenzüberschreitung, die nicht zulässig ist. Der Zweck darf niemals die Mittel heiligen? Der Zweck heiligt nicht die Mittel und es gibt keine Selbstjustiz. Bettina, haben die recht? Der Zweck darf niemals die Mittel heiligen?
Nee, sehe ich nicht so. Also ich glaube eben, wenn man über linke Gewalt spricht, dann muss man eben das gesamtgesellschaftlich betrachten. Und klar, dann würde ich auch sagen, einen Neonazi auf die Fresse hauen, okay, das ist Gewalt, heiße ich nicht gut. Aber die Linke, Linksradikale, die sowas machen, die haben Vertrauen in den Staat verloren. Und das geht okay. Schon seit Jahren so. Also eben angefangen mit dem NSU, wo der Verfassungsschutz zahlreiche Akten irgendwie vernichtet hat, eben mit rechten Netzwerken und mit Repressionserfahrung. Und wenn man sich zum Beispiel dieses Beispiel Eisenach anguckt, wo diese Gruppe um Lina E. angegriffen hat, da sagt selbst der Thüringer Verfassungschef, sagt, das ist eine Neonazi-Hochburg. Das heißt, in bestimmten Momenten ist da das Gefühl da, man kann sich nicht auf den Staat verlassen. Das ist sozusagen ein großes Gefühl des Vertrauensverlusts und da ist dann die Antifa da. Und da bin ich ehrlich gesagt froh, dass die Antifa da ist. Das war auch 2015, 2016 so. In Schneeberg, in Freiberg wurden Geflüchtetenheime angezündet und wer war da? Die Antifa hat sich da vorgestellt. Und da bin ich ehrlich gesagt ziemlich froh drum. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja nicht darum, dass man Polizei nicht kritisieren kann in Punkten, dass man den Staat nicht kritisieren kann. Und es ist natürlich gut, wenn sozusagen Zivilgesellschaft da einspringt, wo die Institutionen, die eigentlich zuständig wären, ausfallen. Aber es geht ja um die ganz konkrete Frage, rechtfertigt das eine Grenzüberschreitung, die eigentlich gesetzlich nicht vorgesehen ist? Also, und ich würde immer sagen, dann arbeitet halt an dem Staat, wenn ihr mit dem, so wie er im Moment arbeitet, nicht zufrieden ist. Aber sozusagen sagen, nö, da muss ich zurückschlagen. Das wird doch immer nur zu einer Zunahme von Gewalt, also der sprichwörtlichen Gewaltspirale führen. Immer. Wie soll... Bitte kann jetzt irgendwer von den dreien einmal sagen, warum es halt, also einfach, was wir gesagt haben, warum wir halt nicht mit dem Staat zusammenarbeiten wollen, das ist halt... Und warum es halt nicht sinnvoll ist, innerhalb des Staates das zu bewirken, weil der Staat halt eine Position halt vertritt, eben als verkürzt gesagt Instrument der Reichen. So, das kann man doch einfach einmal halt wirklich analysiert auch darstellen, damit wir jetzt nicht nur noch wieder über diese Gewaltfrage. Und ich verstehe halt auch nicht, wie oft, also klar, unser Einfluss ist halt gering, wir werden das wahrscheinlich 100-mal sagen und das wird nicht anders passieren, aber das ist immer wieder dieser Punkt, auf den wir halt kommen, wenn es um linke Gewalt geht. Das ist halt einfach... Ah ja, bitte, ich bin ja auch nicht dafür, jetzt Nazis und so, aber ja, die haben doch auch hier Selbstverteidigung und bla bla. Macht's doch einfach mal konkret halt, warum wir das so finden. Ich möchte hiermit jetzt wirklich einen Aufruf starten an alle Leute, die potenziell einmal in so eine Sendung reinkommen. Kontaktiert uns, sprecht vor, bitte einmal mit uns das ab, was ihr da sagen wollt. Ja, ohne Scheiß, also wirklich, ich war gerade kurz davor zu sagen, ey, können wir bitte vorspulen, weil ich kann mir das einfach mit dieser Gewaltdebatte nicht geben. Es ist jedes Format so und wie gesagt, ich möchte ja wirklich sagen, das ist die Hauptfrage von dem Format. Es ist okay, dass das da mehr Raum einnimmt. Aber man muss ja sagen, es ist jedes Format, was sich der radikalen Linken widmet oder wo eine linksradikale Person drin ist, es geht immer nur darum, so... Wir kommen gar nicht dazu, mal wirklich irgendwie einen Systemvergleich zu machen. Wir kommen gar nicht darum, mal konkrete Sachen zu diskutieren. Wie sinnvoll sind eigentlich Eigentumsverhältnisse jetzt so? Ja. Ist es eine schöne Sache, dass eben die Staatenkonkurrenz immer wieder Kriege bedeutet? Ist es eigentlich eine schöne Sache, dass Nationen imperialistisch ausgeplündert werden? Was ist eigentlich die Idee, die hinter der Europäischen Union steckt? Nichts darüber. Nichts darüber wollen wir nicht reden. Wir wollen nur über diese eine beschissene Frage der Gewalt reden, weil es eben auch einfach das Kernelement neben der Verfassungsfeindlichkeit in dem Extremismusbegriff ist. Und darüber möchte man dann sprechen. Das ist eben das beschissene Problem. Und da wirklich, ich kann es nicht mehr hören. Und ich kann es nicht mehr hören, dass Linke sich auch immer in diesen Formaten darauf einlassen. Und dann ist doch wirklich die Frage, warum gehen wir denn in sowas? Warum gehen wir in sowas? Das Ziel muss doch sein, wenn man in sowas stattfindet, dass wir unsere Position darstellen und dass wir halt eben aufzeigen, okay, es gibt halt auch noch einen anderen Weg und warum sehen wir das dann alles so, wie wir es sehen? Und dass die Leute halt für unsere Position dann halt populär verstehen lernen in solchen Formaten. Ich finde, Peter hat da zumindest einen Punkt mal endlich als so einen Aspekt, den er halt, finde ich, teilweise nicht ganz gut zu Ende diskutiert hat, aber ganz gut begonnen hat mit dieser Legitimierung der Gewalt, die legale Gewalt, die illegale Gewalt. Das fand ich schon mal einen ganz okayen Ansatz. Aber darüber hinaus, ey Leute. Ein kleines bisschen Juba. Grüße.
sozusagen gegen Gewalt irgendwas besser machen, irgendwas. Ich würde gerne einen Schritt... Aber vielleicht beantworte die Frage und du darfst sofort antworten. Möchtest du antworten? Wie kann Gegengewalt irgendwas besser machen? Genau, also besser, Gewalt ist schlimm, ja. Natürlich. Also so, darum... Schlimm. Ja, komm, jetzt kann man schon zu Gewalt sagen. Ja, okay. Aus einem sportlichen Kontext oder so. Geht's, glaube ich, hier... darum geht es bei uns ja gar nicht, dass irgendwer sagt, wir finden Gewalt geil. Und das möchte ich ganz deutlich machen, da geht es auch nicht darum, wenn Antifaschisten das als Mittel wählen. Jetzt sagst du, es kann nichts Besseres dabei rauskommen, wenn eben sich für ein Gewaltmittel entschieden wird. Und auch wenn ich von diesem Wort gut weggehen würde, würde ich halt sagen, dass es trotzdem hinsichtlich gewalttätigen Neonazis, wenn sich das dagegen richtet, manchmal eben, oder was heißt manchmal, in unserer Erfahrung, das kann man nachlesen, dazu führt, dass Neonazis aufhören. Und dann ist es halt in erster Linie weder schön, es ist schlimm, aber es ist effektiv. Und das sind die Fragen, die man sich stellt oder stellen muss, meiner Meinung nach, wenn wir genau darüber reden, wie lassen sich Nazis aufhalten und wie weit muss man da an mancher Stelle gehen. Und ich glaube, man merkt auch in dieser ganzen Diskussion, die wir haben, wie kompliziert das eigentlich ist und wie weit das politische Feld ist und wie weit ins Detail es da gehen kann. Ich finde es aber total spannend, dass wir so ein paar Grautöne ausloten. Ich gehe trotzdem mal auf nicht den Grauton, sondern auf den Extremfall. Nehmen wir mal an, und das ist ja vielleicht auch fiktiv, weil es im Endeffekt natürlich differenzierter ist. Passanten, auch linke Gruppierungen, werden gewalttätig angegriffen von Neonazis und von rechtsextremen, gut organisierten Netzwerken. Sie haben mindestens das Gefühl, der Staat, Polizei lässt sie oft alleine. Sie wissen nicht mehr, wie sie sich wehren sollen. Ihnen bleibt aus Ihrer Sicht nichts anderes, als zurückzuschlagen. Könnt ihr das nachvollziehen? Diesen extremen Fall? Nicht, dass ich irgendwas legitimieren will, ich will nur fragen, könnt ihr das nachvollziehen? Dass Leute sagen, hey, keiner hilft uns, wir müssen jetzt zurückschlagen. Aber der Staat würde ja auch nicht zurückschlagen, der würde sie halt einkassieren. So, wenn sie... Aber wenn du das Gefühl hast, ich rufe die Polizei, die kommen aber immer nicht oder die gehen immer nur zu den Falschen. Gibt es aber auch einen Unterschied zwischen sich schützen? Und selber Gewalt anwenden. So, damit würden wir legitimieren, dass verschiedene Gruppierungen in Sachsen, Sachsen-Anhalt, wo auch immer, eigene Bürgerwehren aufbauen, weil sie sich vom Staat im Stich gelassen fühlen. Wir dürfen kein Vakuum sozusagen stattfinden lassen, ja? Was teilweise in Ostdeutschland passiert. So, da bin ich auch total kritisch und komme sofort auf die gelben Felder. Da ist so viel sozusagen, da fehlt der Sauerstoff der Demokratie. Und so, und dann fühlen sich Menschen aufgerufen, in dieses Vakuum einzutreten und die Rolle zu übernehmen. Und das ist brandgefährlich. Ich verstehe das, ich kann das nachvollziehen, wenn die Polizei dann nicht das tut, wozu sie da wäre oder die Staatsanwaltschaft oder wer auch immer. Oder wenn wir schon so unterlaufen sind von AfD und Freunden, dass ich dann auch in der Politik sozusagen mir der Dialogpartner fehlt. Ja? So, dann wird es richtig ungemütlich. Und brauchen wir also die Gespräche und nochmal, wir sind doch die... Glaubt ihr eigentlich, dass Jörg für Dialog ist? Ich bin da nicht ganz so sicher mittlerweile. Also. Der Souverän und wenn mich was stört an Polizei, an wen auch immer, dann muss ich das sozusagen diskutieren und alle zusammenrufen. Ich würde tatsächlich gerne erstmal euch fragen, weil wir jetzt sehr, sehr viel über legale und legitime Gewalt gesprochen haben. Seht ihr irgendwo, also mal, um es klar zu sagen, Gewalt von Nichtstaatsorganen in diesem Land ist immer illegal. Seht ihr irgendwo ein Szenario, wo ihr Gewalt zumindest nachvollziehen könnt? Darüber haben wir ja heute ganz viel gesprochen. Schreibt es uns gerne mal in die Kommentare. Jo, ich stifte die Leute dazu an, halt irgendwie zu Gewalt aufzurufen oder ihre Position zu Gewalt, wo sie sagen, das ist legitim, ja, diesen Staat auszuführen. In dem Fall finde ich Selbstjustiz in Ordnung. Ja, das ist auch eine Frage, ist das immer illegal? Also, da muss ich ja nicht irgendwie die Leute in den Kommentaren fragen, sondern gucke ich in den Gesetzestext. Ey, aber ich muss trotzdem sagen, ich finde, abseits davon macht der Moderator das ganz okay. Ja, ja. Das kann man ja auch mal wirklich dann anerkennen. So. Ich finde das mal ganz witzig, wie er ab und zu dann nochmal so nachbaut. Oder so ein paar Sticheleien setzt, ja, oder so. Das gefällt mir. Ist ganz okay, ja.
Bevor wir auch gleich in eine Kompromissrunde eingehen, will ich trotzdem noch einmal ganz konkret was wissen. Wenn zum Beispiel jetzt, Jennifer, jetzt gibt es sowas wie eine Soko Links, es gibt Urteile gegen mutmaßliche LinksextremistInnen. Was willst du noch? Ich finde nicht, dass wir härter gegen Links vorgehen wollen. Ich finde nur, dass wir linken Extremismus mindestens genauso ernst nehmen müssen wie Rechtsextremismus. Das wäre mir ein Anliegen. Mindestens. Ich glaube, dass wir genug rechtliche... Es ist gut, dass er das nochmal nachgesagt hat, weil ich dachte mir auch so, mindestens? Okay, das ist so ein freudscher Versprecher, jetzt nach der eigentlichen Position, die sie immer vermeintlich da vertreten hat. Ja, aber ich finde gut, dass sie es nochmal sagt. Ich habe es noch nicht verstanden, was sie will. Ja, das, ich hoffe, wir hören das auch nochmal beim Endfazit. Ja, also ich finde, sie sollte das nochmal noch 4-5 Mal sagen. Und ja, Zonenbruder, ich weiß nicht, was passiert, wenn wir mit Jörg in Dialog treten. Ich weiß nicht, wie das ausgeht. Bisschen Angst um Jörg. Ich glaube, Jörg saugt alle Positionen einfach wie so ein Schwamm auf. Wie so ein schwarzes Loch für alle Positionen, Ideologien, egal welche. Ja, das sind dann diese Sozialarbeiter, die mit irgendwie so jugendlichen Nazi-Horden irgendwo in Ostdeutschland sitzen und mit denen Dialog führen. Und gesetzliche Mittel haben. Das heißt, du redest gar nicht über mehr Polizei oder mehr Sokos oder... Wenn sie dann benötigt werden, ja. Aber sozusagen, mir geht es nur darum, wirklich genau hinzuschauen. Benjamin? Ich glaube, du solltest sie nicht auf ihr mindestens festnageln. Ich glaube, man sollte die Linksextremismus auch genauso drüber reden wie über Rechtsextremismus, weil es gibt durchaus schon einheitliche Sachen. Mir ist nicht wichtig, dass wir härter dagegen vorgehen, weil der Rechtsstaat tut es ja schon. Mir ist viel wichtiger, dass wir als Gesellschaft und in der öffentlichen Debatte genau das, was wir heute gemacht haben, aufhören, eine bestimmte Richtung Extremismus als besser anzusehen als eine andere. Rechtsextremismus ist die größte Gefahr, weil sie eine Gefahr für die meisten Menschenleben ist, weil wir viel mehr Rechtsextreme in unserem Land haben als Linksextreme und viel mehr Gewalttaten verübt werden. Aber das macht Linksextremismus jetzt trotzdem nicht besser. Und deswegen ist es wichtig, auch genau sauber darüber zu sprechen. Und wir gehen jetzt in eine sogenannte Kompromissrunde rein. Mach's mir immer am einfachsten, weil ich darf den ersten Kompromiss formulieren. Es ist aber in diesem Fall gar nicht so einfach. Wenn wir auf der einen Seite anerkennen, dass es Parallelen gibt zwischen Linksextremismus und Rechtsextremismus, zum Beispiel Gewalt gegen Polizisten, die beiden Richtungen sich aber fundamental unterscheiden in ihrer Ideologie, in ihrer Grundmotivation und auch in ihrer Gewaltintensität und auch in ihrem Gefahrenpotenzial für die Demokratie, dann würde ich sagen, könnten wir die Hufeisentheorie einfach ersatzlos in die Tonne kloppen, weil wir dann erst uns in die Lage versetzen, über beide Sachen differenziert zu sprechen. Mein Vorschlag ist, wir kloppen die Hufeisentheorie in die Mülltonne. Wenn ihr sagt... Was zur Hölle? Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Jetzt bin ich mal gespannt, wer vorgeht. Ich schätze mal, rechts gehen die vor und dann... Und Jörg vielleicht auch noch, ja. Finde ich gut, würde ich einen Schritt vorgehen. Wenn ihr sagt, hä, was ist das für ein Quatsch? Bleibt ihr einfach Jörg, stehen oder geht sogar nach hinten? Was ist los, Jörg? Gelb habe ich überzeugt. Warum habe ich euch nicht überzeugt? Hufeisentheorie ist, wollt ihr immer noch festhalten? Ich glaube, es ist grundsätzlich wichtig, dass wir verschiedene Sachen ordnen. Ja, weil man muss, glaube ich, immer ausloten. Und ja, das Hufeisen ist vielleicht nicht das tollste Symbol, ja, weil es ja wirklich impliziert, wir sind näher dran als beispielsweise an der Mitte. Nichtsdestotrotz sind die Inhalte anders, aber es gibt Strukturen, die eben Linksextreme und Rechtsextreme symbolisieren. Vielleicht schmeißen wir sie in die Tonne, wenn wir eine neue Partei hier in unserem Land haben, was so irgendwie so ein bisschen linke Ideologie und rechte Ideologie verkörpert und auch schon die extremistischen Äußerungen in die eine und die andere Äußerung gefallen hat. Meine Motivation für den Was? Spricht er über Sarah? Ja, spricht er über Sarah? Also, will ich jetzt auch... Ich würde jetzt Sarah Wagenknecht auch nach allen staatlichen Definitionen nicht als Extremistin bezeichnen. Nö. Also vielleicht früher, aber... Nee. Wir haben ja eine gute Folge über das BSW gemacht, falls ihr noch nicht gehört habt. Kompromissvorschlag war ja, Vergleiche sind denkbar, Parallelen ziehen ist denkbar, aber gleichsetzen oder nur den Anschein erwecken, das gleichzusetzen, hilft der Diskussion nicht weiter. Ich hätte zugestimmt, aber ich würde das Hufeisen nicht wegballern. Gut, alles klar. Jetzt seid ihr in der schwierigen Lage, eure... Einfach so, ohne Begründung. Ja. Legit.
Ja, aber bei ihm kann ich das halt noch am meisten verstehen. Ja, klar, weil er kann das nicht machen. Also, es ist halt auch wirklich die Sache. Ich muss auch sagen, was er jetzt am Ende gesagt hat, ist von den Gegenständen tatsächlich das logisch Kohärenteste. Mhm. Einfach aus seiner Position sozusagen. Mir geht es da nicht darum, irgendwie um eine Gefahrenbewertung, weil ja, Rechtsextremismus ist einfach viel gefährlicher statistisch gesehen. Aber es geht mir einfach nur um eben die Feindeshaltung zum Staat, die Akzeptanz von Gewalt. So. Ja. Einfach die Definition und danach muss man es dann sehen. Köpfe zusammenzustecken der jeweiligen Gruppe und einen Kompromissvorschlag zu formulieren, der das Ziel haben muss. Also ihr müsst selber damit klarkommen, aber das Ziel soll sein, die Gegenseite näher an euch ranzuführen. Ich weiß, hier gibt es viel Dissens und es gibt auch Schwierigkeiten, aber vielleicht findet ihr ja einen Aspekt, wo ihr sagt, da kriegen wir sie, da würden sie zustimmen. So, die beiden Gruppen diskutieren noch, wie sie Gelb näher an Grün und Grün näher an Gelb bringen können. Was habt ihr denn für einen Vorschlag? Habt ihr eine Kompromisslinie? Könnt ihr die formulieren? Dann tut es bitte und schreibt es uns in die Kommentare. Mein Vorschlag an diese Sendung, es reicht wirklich einmal, die Leute aufzufordern, irgendwas in die Kommentare zu schreiben. Ich muss es jetzt nicht fünfmal hören, das nimmt einfach nur Zeit von der relevanten Sendererfahrung weg. Dankeschön. Das war der falsche Knopf. Schöner Abschluss. Das war der falsche Knopf bei uns. Tara. Wer würde gerne anfangen? Habt ihr Präferenz? Fangen wir mal mit den Gelben an. Ihr steht schon ein bisschen weiter vorne. Ja. Okay, was ist euer Vorschlag? Wir haben sozusagen zwei Vorschläge, die aber auch Hand in Hand gehen. Und der eine ist, dass mehr Menschen für Antifaschismus auf die Straße gehen müssen, sich gegen Faschismus wehren müssen. Und dann hat man eben auch nicht mehr so eine kleine Gruppe, die das Gefühl hat, sie müssen das tun. Oh ja, sowas gab es ja gar nicht. Ne? Also kommt mir nicht bekannt vor. Wobei, zu dem Zeitpunkt gab es das ja tatsächlich noch nicht, ne? Die haben ja am Anfang gesagt, dass es... Das war im November. Genau, dass die Aufnahme im November war und da gab es ja diese großen Demonstrationen gegen die AfD nicht. Also eigentlich ist ja jetzt vom Vorschlag her jetzt alles gut geworden. Der Faschismus ist besiegt. Linksradikalismus abgeschafft. Hat jetzt sich selber überdauert. Ja, weil es sind einfach viele Leute auf die Straße gegangen. Links überholt. Ja, schön, dann sieht man ja, was eigentlich noch von Linksradikalismus übrig bleibt, wenn man den Antifaschismus wegnimmt. Ja, nichts mehr. Top. Bei der Eigendefinition, die da vor sich hergetragen wird. Schön. Punkt 1, ja. Das ist Punkt 1. Und der zweite Punkt ist, weil wir viel über Polizei, Gewalt gegen Polizei und auch Gewalt der Polizei gegen andere gesprochen haben, ist, es braucht eine unabhängige Untersuchungskommission, dass eben nicht von der Polizei heraus diese Gewalttaten untersucht werden, sondern von einem unabhängigen Gremium, was eben nicht die Polizei ist. Wir haben in vielen Ländern einen Polizei- und Bürgerbeauftragten, der ist nicht Teil der Polizei. Das ist ein ehemaliger Verfassungsrechtler sogar. Also gibt es. Ja, aber wir meinen was schon eine richtige Institution, die die Polizei sozusagen ist. Das ist eine Behörde. Entschuldigung, das ist eine Behörde des Landes. Ist das eine bundesweite Behörde? Also in jedem Bundesland? Gibt es nicht, aber sie bauen, ich glaube, mittlerweile in 5 Bundesländern. In 5, ja. Okay, aber Deutschland, sagen wir deutschlandweit sozusagen. Und wirkungsvoll soll sie halt sein. Ja, das ist ja eine relative Frage. Frag den mal, ob er wirkungsvoll arbeitet. Aber sehr gut. Ja. Aber gut, man kann ja den Appell stellen, dass es... Also ich bitte dich, das ist jetzt auch wirklich so eine Stelle, da kann man ja wirklich einfach nur auf die Aufklärungsquote von Anzeigen wegen Polizeigewalt verweisen. Ja. So. Es ist ja jetzt auch wirklich so ein minimaler Reformvorschlag eigentlich. Also ist eine Sache, wo ich auch sagen würde, als Reformziel und so, ist auch okay. Ich meine, es ist ja klar, warum der Typ jetzt halt dagegen argumentiert, weil er will natürlich nicht, dass es irgendeine Instanz gibt, die seine Kollegen kontrolliert, weil das ist so in etwa das Unpopulärste, was er als Gewerkschafter für die Polizei jetzt halt vertreten könnte. Ja. So, dementsprechend tut er natürlich so, als würde es halt schon total super Institutionen oder Leute geben, die das machen. 5 Bundesländern. Wow. Das ist 5. Beeindruckend. Krass. Ja. Dass es eine bekannte, für jeden Bürger bekannte Stelle gibt in jedem Bundesland, wo man weiß, absolut unabhängig, die fällen notfalls auch Urteile gegen Polizei. Das ist der Impetus dahinter, richtig? Genau, ja.
Sorry, bin Korinthenkacke, aber Urteile kann so... Urteile war das falsche Wort. Ja, richtiger Einwand, richtiger Einwand. Ja, ich bin auch selber ein Klugscheißer, ich weiß, was du meinst. Okay, ihr seid in Teilen nach vorne gegangen. Der Kompromissvorschlag hat sich auf jeden Fall gelohnt. Was habt ihr für einen? Wir haben uns eigentlich darauf geeinigt, worauf wir uns ja im Prinzip hier auch schon geeinigt haben, dass man Gespräche führen und auch ausweiten muss. Also dass Gespräche quasi mit dem anderen Lager, wenn man so will. Ich würde es jetzt hier gar nicht so stark beschreiben. Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber dieser Vorschlag könnte von Jörg kommen. Hat Jörg sich verstärkt. Ey, tatsächlich muss man ja auch sagen, das ist eigentlich eine schöne Sache. Ja, wir sollten diese Gesprächsangebote nutzen, aber wir sollten dann auch unsere Inhalte darüber transportieren. Ja. Also ich müsste mal ja wirklich sagen, ja, danke. Schöne Sache, dass ihr mit uns darüber reden wollt, aber wir wollen jetzt nicht die ganze Zeit über Gewalt sprechen. Sein müssen und auch vielleicht spezielle Gesprächsformen, wo man wirklich dann mal sagt, ein Polizist und ein Aussteiger, wie hat es formuliert, also Leute, die wirklich mittendrin waren, um einfach mal auch als Mensch empathisch zu verstehen, was die anderen geht, also was auch noch über so ein Austausch, ich meine das, du meinst das, ich habe die Erfahrung, ich habe die, sondern dass man sich einfach wirklich mal zuhört, was der andere erlebt hat und warum er zu seinen Urteilen gekommen ist. Das haben wir, glaube ich, hier nur sehr gestreift. Das soll ja nicht nach dem Motto, wenn du nicht mehr weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis sein. Nein. Sondern es soll ein institutionalisierter runder Tisch, oder wie muss man sich das vorstellen? Er hat echt gerne Sprüche, ja, in der Gibt es da Überlegungen schon? Nee, so genau haben wir es noch nicht festgelegt, oder? Es gibt ja durchaus Institutionen und Vereine, die sowas schon möglich machen im Bereich der politischen Bildung, einzelne Träger, die das möglich machen. Also wir haben das beispielsweise in der Stasi-Gedenkstätte gemacht. Das ist ein Programm für junge Menschen vor allem, die kurz vorm Abitur stehen, die dann Workshops machen zum Thema Linksextremismus, Rechtsextremismus und wo dann auch in der Diskussion wirklich ein Polizist dort sitzt und was erzählt und gleichzeitig aber auch jemand aus der linksradikalen Szene oder beispielsweise ein Aussteiger und dann in den offenen Diskurs geht. Also faktisch brauchen wir mehr Formate wie das hier. Und meine Empfehlung wäre, das nicht nur einmal zu machen, also wenn's, ich kenne das Format sozusagen, das ruhig dreimal zu machen mit der gleichen Gruppe, weil dann Beziehungsarbeit entsteht und das hat eine ganz andere Wirkung, als wenn man das nur einmal macht, so weil man... Ich weiß nicht, was ich mir antun würde, wenn ich drei Runden mit Jörg so einen Gesprächskreis hätte in Folge. Jetzt haben sich hier ganz, ganz tolle Verflechtungen gegründet und dann können wir nochmal alle über unsere Biografien sprechen und wer uns schon mal auf die Nase gehauen hat. Also ich glaube, das meintest du nicht mit, wir machen irgendwelche Dialogrunden mit irgendwelchen Cops und das wird uns voll nach vorne bringen. Nee, wir müssen, dass du das gut findest. Müssen über Inhalte sprechen. Ja. Also es ist ja tatsächlich so, ne? Das muss man ja bei diesen ganzen Formaten sagen, weil wir auch viel drüber schon gesprochen haben, was diese diversen Unbubble-Formate und so angeht, die Problematiken davon und was wir auch selber dazu erlebt haben, warum es so häufig so schief läuft, wenn Linke sich dahin stellen. Aber am Ende des Tages ist es ja so, bei unserer absoluten Marginalisierung müssten wir eigentlich uns über alle diese Gesprächsformate freuen. Und ich habe ja auch schon immer wieder gesagt, an sich wäre es mir auch egal, mit wem ich mich da hinsetzen würde, solange das jetzt nicht irgendwie ein überzeugter Neonazi ist. So, ich würde mich da auch mit AfD-Lern hinstellen. Ich würde mich da wahrscheinlich sogar mit irgendwelchen Neurechten hinstellen und diskutieren, weil es einfach... Sogar mit Jörg? Sagen wir es mal so, auch mit Neurechten, auch mit Martin Sellner, aber nicht mit Jörg. Ich möchte nicht, dass meine Position auch in dieses schwarze Loch Personifizierung des Eu reingezogen werden. Wenn man den anderen denn wirklich kennenlernt und seine Position... Regelmäßige Gesprächsreise mit Einbeziehung aller Beteiligten. Würdet ihr sagen, guter Vorschlag? Ach ja, ich meine, kann man ja mal machen. Ist halt eine von vielen Dingen, die halt dann so gleichzeitig ablaufen. Ich glaube nicht, dass das an der Gesellschaft groß was ändern wird, an den Ungerechtigkeiten, die es gibt, an den Problemen, an denen sich die Linksradikalen abarbeiten, wird es, glaube ich, nicht viel ändern. Aber es mag natürlich punktuell für Verständnis sorgen. Aber warum ändert es denn nichts? Das muss man ja immer wieder sagen. Erklär doch einfach mal bitte mit zwei Sätzen, warum es nichts ändert.
Warum ändert es an den Eigentumsverhältnissen nichts, wenn wir in Gesprächsrunden mit Cops diskutieren, wie unsere persönlichen Erfahrungen und Befindlichkeiten bei, keine Ahnung, Polizeigewalt sind? Warum ändert das denn nichts? Es ist so einfach, dann nur diesen Step einmal weiterzugehen, das zu erklären. Das kann er doch auch. Das kann mir ja niemand erzählen, dass jetzt hier Peter Doktor Anarchismus jetzt nicht das so könnte. Aber dazu muss man sagen, das ist, was generell ändern wird, wenn man gut daran geht. Weil das finde ich auch immer wieder so witzig, wenn eben diese linke Position dazu gemacht wird, von wegen, diese Gesprächsrunden können uns nichts nützen, aber sie nützen halt ganz offensichtlich Rechtsradikalen. Ja. So, weil das ist ja auch das, was Linke dann auch immer im anderen sagen, ja, aber wir müssen gleichzeitig irgendwie Rechte die ganze Zeit die Plattform, weil irgendwie wirkt es ja schon und verschafft den Legitimität. Ja. Aber es ist so, es ist bei uns genau das Gleiche. Jede absolut marginalisierte Meinung wird dadurch legitimiert, wenn sie sich dahin stellt, wenn sie die Inhalte dort verbreiten kann. Mhm. Wir schaffen Öffentlichkeit für uns, aber wir müssen das halt richtig angehen. Und diese Gewaltfrage, das ist, glaube ich, wirklich eine der größten Fallen einfach, die uns da gestellt wird, in die wir auch tappen können. Und am Ende des Tages, es ist auch tatsächlich was, was vielen Rechtsradikalen gegenübertritt, die in solche Formate reingehen. Die werden ja auch versucht, natürlich da reinzubinden. Aber irgendwie haben sie es da auch in vielerlei Hinsicht, viele Leute auch einfach geschafft, da eben rauszugehen. Und das ist das, was wir auch schaffen müssen. Und dann können wir auch diese Formate dafür nutzen, wirklich in einen Dialog zu treten und unsere Position auch wirklich wieder als eine darzustellen, die eine Legitimität in der Bevölkerung hat, die als einfach auch nur, so wie es früher war, als eine gescheite Position angesehen wird. Deswegen, klar, man kann man bei diesem Format jetzt sagen, okay, das Obertitel ist halt Gewalt von links. Natürlich ist es dort besonders schwierig, vielleicht da auszubrechen, aber trotzdem ist es doch so, dass auch über alles mögliche andere diskutiert wurde in diesem Format, jetzt nicht nur darüber. Und wenn man sich jetzt anguckt, wie jetzt halt Rechte, die halt viele Medien unterwegs sind, auf diese Gewaltfragen immer wieder reagieren, dann werdet ihr feststellen, dass sie einfach auch ausweichend darauf reagieren. Die werden einfach dann halt, ja, mag ja sein, ich bin auch irgendwie gegen Gewalt, aber guck doch mal bitte, worum es eigentlich geht. Ja. Und ich habe so einen Satz noch nie gehört. Wieso höre ich so einen Satz von Linken halt nicht? Ich verstehe es nicht. Man muss diese Frage doch möglichst ausweichen. Selbst wenn das das Oberthema ist, muss ich doch probieren, meine fucking Agenda, die ich als Linke habe, warum halt wir die Alternative zu diesem System sind, muss ich doch darstellen können. Und das muss doch das Ziel sein, wenn ich da hingehe. Da muss man aber auch wirklich mal einfach eine Lanze für so rechten Diskurs einfach brechen, weil viele von den Leuten sind halt auch okay, nicht in jeder Position halt dann auf diese Betroffenheit pochen zu wollen. Und das ist halt das, was wir gerade gesehen haben. Wir haben einfach jetzt wirklich ein Gegenüberstellen, eine Konfrontation aus der Betroffenheit von dem armen Demonstranti, Aktivisti gesehen, der irgendwie einen Knüppel auf den Kopf bekommen hat, und dem armen Polizisten, bei dem ja die Kollegen immer irgendwelche Steine auf den Kopf geworfen bekommen. Ja. Welche Betroffenheit überwiegt jetzt? Ja. So, und natürlich, es gibt auch ganz viele Rechte, die auch super geil drauf sind auf diese Betroffenheit. Aber es gibt halt dann auch die, die das wirklich gut in diesen Diskussionen machen, gerade jetzt aus dem Neurechtenlager, die sagen dann auch einfach wirklich, ja, nee, lass uns jetzt mal wirklich hier über die großen Fragen sprechen. So. Ja, keine Sorge, bald vegan, Anarchist. Das Ganze kommt natürlich auch auf YouTube und könnt ihr auch euch auf Twitch anhören. Ich vermute auch mal auf Spotify. Ja, glaube ich auch. Ich würde sagen, es schadet nicht. Ich erwarte mir aber keine großen, es steckt keine Macht dahinter. Ja, es ist eine Gruppe, da treffen sich Leute und reden ein bisschen. Ja gut, das kann ja mindestens, wie auch heute gezeigt, ein gewisses Maß an Empathie erzeugen. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung für weitere. Ja, ich sage, es ist okay, ich würde mir mehr wünschen, aber man kriegt nicht immer alles, was man sich wünscht. Ja. Das war basically auch meine Reaktion. Oh, okay. Das Wort zum Sonntag. Das war jetzt halt wieder mega belanglos einfach. Ja, dann kann man ja noch so ein Mach, was immer du willst hinterher schieben oder so. Ja, wie gesagt, auch wieder, was würdest du dir denn wünschen? Halt auch da wieder. Dann sprich doch einfach aus, was du dir wünschst. Mein Gott.
Ja, ich meine, auch ich kriege nicht immer alles, was ich mir wünsche. Ich hätte mir gewünscht, dass noch mehr Leute hier vorne im Kompromissfeld stehen. So ist es halt nicht. Man kann sich die Wirklichkeit nicht backen. Man kann sich aber weiterhin was wünschen. Herzlichen Dank. Ey, ohne Scheiße, wirklich gut. Auch nochmal Sven hat dann nochmal richtig aufgedreht, ey. Oh, Hilfe. Ich mache jetzt nochmal zu Ende die letzten Minuten. Dank, dass ihr euch darauf eingelassen habt, bei aller Schwierigkeit, die manchmal so ein Gesprächsformat auch mit sich bringt. Aber ich habe durchaus in vielerlei Hinsicht Gesprächswünsche gespürt. Und ich glaube, bei manchen Sachen werdet ihr nicht aufeinander zugehen, bei manchen anderen Seiten seid ihr aufeinander zugegangen. Von daher herzlichen Dank. Das waren 13 Fragen zum Thema Linksextremismus, in Anführungszeichen. Vielen Dank. Euer Applaus. Also ich habe mir immer auch erhofft, dass ich noch mehr lerne, aber ich habe auch ein bisschen, ich sage mal, verhärtete Fronten, an denen ich allerdings auch beteiligt war, erlebt jetzt. Mehr als ich dachte. Es ist ein sehr, sehr spannendes Format und man lernt spannende Menschen kennen. Also ich wusste ja nicht, was mich erwartet. Und du weißt nie, wer sind die anderen Protagonisten, ne? Was bringen die so mit? Jeder hat eine Lebensgeschichte, jeder hat Ansichten. Ich glaube, bei dem Thema, bei den Protagonisten, die man eingeladen hat, ist auch schwer, dass wir dann zu einem wirklichen Konsens kommen. Ne? Ist aber trotzdem wichtig, dass wir darüber reden. Wenn euch 13 Fragen gefällt, dann könnt ihr hier unseren Kanal abonnieren. Hier oben gibt's. So, stimmen wir mal wieder eben hier um. So, also. Ja, was soll man dazu sagen? Also, ich muss sagen, wir haben ja natürlich viel jetzt währenddessen auch schon formuliert, aber ich muss sagen, dass es mir erheblich besser gepasst hat als Paprika und Co. Okay, es war vielleicht auch im Vorhinein schon ein bisschen klar. Aber es macht halt einfach schon sehr viel aus, wenn die Leute halt nicht irgendwie total verlottert dahin kommen oder so. So, macht ja schon viel aus. Und dann hat zumindest Peter und auch Vertraut und Seltsam ein, zwei Punkte gesetzt, wo ich sagen würde, okay, das war nicht schlecht. Vielleicht war es so ein bisschen vergleichbar. Wir hatten doch auch mal mit Bernd Drücke diese Diskussion gesehen. Jo. Da habe ich auch gesagt am Ende, okay, Bernd, hast du ein paar Punkte gesetzt. War ich jetzt nicht mega happy mit, aber es war okay. Aber es bleiben halt diese Grundproblematiken, dass man halt es nicht schafft, seine eigene Position da vernünftig darzustellen. Dass es einfach nicht gelingt. Tja, man kriegt halt nicht immer das, was man sich wünscht, ne? Ja. Ja, und ihr könnt ja jetzt auch in die Kommentare schreiben. Was denkt ihr dazu was eigentlich? Was denkt ihr zu diesem Format? Also, und wie findet ihr so unsere Reaction? Denkt ihr, wir sollten vielleicht noch ein bisschen mehr zum Thema Gewalt sprechen? Ja, und oder vielleicht sollten wir mehr Dialog. Vielleicht ist Dialog die Lösung aus diesem Dilemma. Vor allem über unsere Biografien und unsere eigene Betroffenheit. Mhm. So. Ja. Was, und wie uns die geprägt hat. So. Auf jeden Fall. Warum ich zur Einsicht über die Eigentumsverhältnisse, Staatenkonkurrenz durch einen Knüppel in die Seite gekommen bin. Ja, aber auch vielleicht ist das halt auch eine gute Sache. Was haltet ihr von der Idee, wenn man sich einfach mal zusammensetzt und man halt so Dialoge in der Gesellschaft führt. Miteinander reden, ja, mit zum Beispiel mit Polizei, mit so dem Gegenüber. Und ich mache jetzt erstmal noch 5 bis 10 Liegestützen, weil Sadi, ja, könnt ihr auch mal reinschreiben, wie ihr das findet, dass Sadi jetzt einfach mich dazu zwingt, 5 bis 10 Liegestützen zu machen. Hat er das noch gemacht? Ja. Ja. Sehe ich auch, dass das bitter nötig ist. Au! 1. Keine gute Liegestützenhaltung. Ja, ich weiß, aber der Stuhl ist im Weg. Du musst deine Arme weiter nach hinten machen. Der Stuhl! So machst du dir deine Schultern kaputt, mein Lieber. Also, wenn ihr das sehen könntet. Die Schultern müssen noch viel Last der anarchistischen Bewegung tragen, aber die werden hier gerade massiv durch miserable Liegestützform in Mitleidenschaft gezogen. Aber 9. Das ist beeindruckend. Ach ja. Ist auch gut, ein bisschen sich bewegen nach sowas, ne? Ja, ich glaube, ich muss gleich erstmal irgendwas hören und renne dabei ein paar Mal im Block. Schrei ein bisschen mehr durch die Straße. Dann. Ja. Ja, ich glaube,
Ich glaube, das reicht auch, oder? Ich habe für heute genug geredet, genug Dialog gehabt. Ich glaube, damit verabschieden wir uns wenigstens mit einem Konsens untereinander. Ne? Auf jeden Fall. Du kannst ja kaum noch zwei gerade Sätze formulieren, mein Lieber. Es wird Zeit. Noch eine kleine Emo-Runde am Ende. Genau. Und diese Woche erwartet euch noch am Freitag die Veröffentlichung von einem Übertage extra. Also, wenn ihr uns bisher bei Patreon und Ko-fi noch nicht regelmäßig unterstützen solltet, tut es jetzt, weil es wird ein spannendes Extra von mir kommen zum anarcho-syndikalistischen Jugendkongress, auf dem ich am letzten Wochenende war. Und am Sonntag sehen wir uns auch wieder an dieser Stelle wieder. Ein toller Livestream mit dem Überblick über die aktuellen Nachrichten und das Weltgeschehen. Richtig. Ja, und die andere Folge zum AfD-Verbot kommt jetzt im Anschluss nicht noch. Das könnt ihr, glaube ich, nicht von uns verlangen nach dem Gespräch. Aber das ist sicherlich was, wo wir auch noch mal drauf reacten werden. Ja, oder gucken wir mal. Doch. Ja, meinst du? Ja, schon. Ja. Wenn man was verspricht, dann hält man das. Das handeln wir noch aus, ob das noch nur nicht. Wenn man was verspricht, dann hält man das noch aus. Und solange alle miteinander reden, ist alles gut. Und man kriegt nie das, was man sich wünscht. Außer vielleicht manchmal. Das ist ja auch eigentlich die Lehre des Kapitalismus. Man darf die Hoffnung nie aufgeben, ne? Wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Lichtlein her. Okay. Jetzt haben wir alle Sprüche durch, ne? In diesem Sinne, einen geschenkten Gaul guckt man nicht ins Maul. Und wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Wir verabschieden uns heute. Macht's gut. Glück auf. Glück auf.